Herzlich willkommen zurück, schön, dass wir da sind. Ich bin's, euer Slyfox. Und es ist ein bisschen Zeit vergangen, dass wir mal uns mit dem Thema Warlord unterhalten haben. Normalerweise seht ihr ja, wenn ich irgendwelche Spiele mit anderen Spielern um die Welt mache und das Ganze auf Englisch. Aber wir gehen heute mal das Thema auf Deutsch an, denn Warlord kommt zurück, meine lieben Freunde. Was auch bedeutet, ihr könnt wieder mit einsteigen. Und zwar wird das Ganze erstmal gefoundet über Kickstarter. Wie ihr seht, das ist schon gefoundet innerhalb von 5 Minuten. Und ich möchte mit euch heute nochmal eingehen. Wir haben aktuell noch 9 Tage, wenn das rauskommt für euch morgen 8. Das heißt, ihr habt nachher immer noch die Chance, eine knappe Woche Zeit mit dran zu machen. Und die Sache ist die, ich bin heute nicht alleine. Ich habe mal einen Freund von hier, jemand, der mich über viele Jahre damit auch begleitet hat und ich glaube auch in einem anderen Video schon mit dabei waren. Es ist der gute Scape G. How doing? Geht's dir? Hi. Mir geht's super. Es hat die Nerverei endlich ein Ende, dass ich dir jeden Tag davon erzähle, dass es bald endlich wieder losgeht und ja, ich freue mich, dass es zurückkommt. Und vor allem neue Karten, ne? Neue Karten, ja. Endlich. Ja, das ist schon wichtig. So, ich muss mal gerade schauen, ob ich die vielleicht nicht noch ein bisschen leiser mache. Es sieht so ein bisschen aus, als wärst du zu laut, aber... Kann nicht sein. Ich bin immer richtig laut. Ja, Moment. Ich schau gerade. Nur falls ich die Mission... Passt schon. So, wir wollen uns das mal ein bisschen Kickstart anschauen und mal ein bisschen beleuchten. Wir haben unseren Teil schon dazu beigetragen. Wir möchten aber auch ganz gerne für die lieben Leute, die damals Warlord gespielt haben und wieder zurückkommen möchten, für Leute, die sich für ein gutes Kartenspiel interessieren oder auch einfach ein paar alte Fans, wie wir es sind, ein bisschen drauf eingehen und unsere Meinung mit haben. Jens, du siehst das, was ich übertrage, korrekt? Ich sehe alles. Genau. Also gewünscht hatten sie sich das Ganze ja für knappe... Was waren es gewesen? 40.000 Dollar. Mittlerweile sind wir bei 433.000 Dollar, also knapp 400.000 Euro, hier wie man sieht. Das Tausendfache, über das Tausendfache schon. Ist auf jeden Fall, ist das Zehnfache. Wenn du 40.000 wünschst und du kriegst 400.000. Ich sehe immer, dass 1000% gefundet sind, wenn ich auf die Seite da gehe. Also auf der App sieht man das. Okay. Wir sparen uns den Mathe-Part. Gut, dass ein Würfel nur 20 Seiten hat, aber selbst das ist manchmal schwer zu zählen. So, ich wollte kurz überlegen, ob wir in das Video reingehen, aber ich denke mal, das Video sparen wir uns einfach. Gehen wir mal ein bisschen mit rein. Und zwar, Warlord ist ja ein sehr, sehr schönes altes Kartenspiel, was darauf basiert, dass man einen Kriegsherrn, einen Warlord hat, mit dem man dann nachher in die Schlacht zieht und den anderen mit gegen einen anderen Warlord kämpft und der Sieger muss halt Best of Three gewinnen, also 2 davon und dann geht's weiter. Und das Schönste ist ja so das Artwork und die Karten, die man hat und das alle drum und dran. Und hier sieht man mal wieder so, als das erste Bild mit rauskam hier, der Northrop Warrior, für die meisten ist es ja einfach nur ein einfacher Ork, für uns dann Gott sei Dank ein bisschen mehr. Ich fand das schon sehr imposant. Ja, also da haben sie auf jeden Fall viel Posing rausgeholt, auf jeden Fall. Ich finde auch tatsächlich, dass viel Warlord, was vom Artwork angeht, ausmacht. Also wenn man sich so alte Karten anschaut, das sind ja wirklich große Berühmtheiten mittlerweile dabei, die damals klein angefangen haben, als Warlord rauskam. Und ich finde die Artworks halt schon wirklich unglaublich gut. Und ich finde, das haben sie hier auch relativ gut getroffen mit dem Shadow Reaver, mit Albrecht, Obliterate und den neuen Northrop Warrior. Acht erst. Finde ich. Auf jeden Fall. Also so Shadow Reaver ist, glaube ich, eh so ein sehr ikonisches Artwork. Es ist einfach fucking Meat Boy. Jeder kennt Shadow Reaver. Hat man oft genug gesehen. Also ja, häufig genug gegengelaufen. Lass mal. Ah, danke, drei Hitpoints, Planner, willkommen. Ah, war schon nice. War ein Spiel, was damals halt 2001 bei AEG gepublished wurde, was damals dann auch hier relativ in Europa gut rübergeschwappt ist, was dann durch Arne, den vielleicht noch ein oder andere kennt, relativ gut durch Europa getragen wurde und dann später auch übernommen wurde mit Phoenix Interactive, aber das gute Spiel ist vor 11 Jahren dann leider eingestellt worden. Seitdem hat sich halt eine kleine feste Community gehalten, die weltweit miteinander spielt. Online über Untap könnt ihr immer noch gerne natürlich joinen. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Auch packe ich euch in die Beschreibung einige Erklärvideo-Links, wie Warlord funktioniert. Also keine Sorge, wir gehen hier heute nicht allzu sehr drauf ein, aber es wird auf jeden Fall nochmal angehen. Daher, nach 11 Jahren Ruhe ist das für uns natürlich schon eine Besonderheit für ein Spiel aus unserer Jugend und unserer alten Liebe, das dann mal wieder zu hören. Wie war es so schön? We hear the drums of war.
Das war ja auch mal so ein Running. Der größte Bait des Jahres auf jeden Fall. Ja. Das war schon immer so. Immer wenn einer gesagt hat, oh, ich hör die Trommeln des Krieges hören. Ich höre die Trommeln des Krieges. Und alle so, oh, sag nichts. Das war schon immer ganz nice. So, und zwar wird das Ganze jetzt wieder neu rausgebracht durch Kingswood Game. Das sind diese zwei wunderbaren Herren hier. Josh King und Woodrow. Ihr seht ja hier Woodrow, die stehen ja hier die Namen. Diese beiden haben sich zusammengetan, sind auch beide riesengroßen Fans von Warlords und haben gesagt, dieses Spiel, wir können es einfach nicht sterben lassen, wir müssen es wiederbeleben. Und die haben sich zusammengetan, Kingswood gegründet und haben das mit AG auseinanderklamüsert, dass sie Warlord halt jetzt wieder publishen können. How to play? Hier auf der Kickstarter-Seite wird noch einmal Quick Rules hier angeschaut. Das Quick Review, hast du das überhaupt gesehen gehabt? Ja, habe ich gesehen. Fand ich sehr gut gemacht. Ja, war sehr gut gemacht. Eigentlich hat ja das Wyvern, es gibt ja ein Video von Wyvern, was auch sehr gut war, mhm. was ich finde. Kann man alternativ sich auch mal angucken, kannst du auch nochmal verlinken. Mhm. Ist aber so ein kurzer, knackiger Einstieg, wie das Spiel in etwa funktioniert und wie so der Gamefluss auch vielleicht aussehen könnte. Und ist. Genau, die simplen Mechaniken relativ grafisch schön dargestellt, ohne jetzt zu tief auf die Materie einzugehen, auf jeden Fall sehr lohnenswert. Ja. Da werden wir reingehen. So, wie gesagt, wir kommen auf den Kickstarter zu sprechen, keine Ahnung, wir gehen der Reihe nach nur von oben runter, so wie wir es gemacht haben. Es gab ein paar kleine Änderungen für die lieben Leute, die dann auch einfach mal nach Jahren hier vorbeikommen. Und zwar haben sie einige, die Fraktionen sind zwar gleich, aber sie haben sie ein bisschen umbenannt und die Symbole aufgepimpt. Das sind jetzt nicht mehr die Lothrock, es sind die Lothrock Legion. Die Free Kingdoms haben auch ein vernünftiges Symbol bekommen. Die Elfen Branch, das Dwarven Fortress, Mercenary Guild und Deverenian Empire. Also, finde ich ja, nice. Sie mussten das ja primär machen, weil sie die Faction nicht mehr draufschreiben wollten und einfach ein Symbol setzen wollten, damit sie mehr Platz haben in der Textbox. Da haben sie auch ein paar nette Sachen gemacht, tatsächlich, ja. Genau, also die haben viel an dem alten Card-Design auch gearbeitet. Um es einfach moderner zu machen, überflüssige Sachen rauszunehmen, damit man besser lesen kann und dass es einfach übersichtlicher wird. Ne? Ja. Zusätzlich haben sie auch eine Fraktion noch rausgenommen. Oh, die Chosen. Wer weiß, ob sie irgendwann wiederkommen. Eigentlich waren zwar zwischendurch auch 7 Fraktionen, aber die, sagen wir mal, zu 80% der Zeit waren es 6 Fraktionen, die man hier auch sieht. Und damit werden wir auf jeden Fall wieder ins Spiel einsteigen. Ob es dann neue nochmal gibt, wer weiß. Ich habe gehört, dass die Chosen auf jeden Fall nicht ganz vergessen sind, weil es soll wohl angeblich noch Reste in Accordlands weiter rumlaufen, die sind dann aber eher plötzlich mal Multifaction oder es wird vielleicht ein mysteriöser Overlord werden, der dann ist. Also, irgendwelche Schattenreste wird es von denen noch geben, habe ich. Also, so was wie ich das gehört habe, waren die da sehr nebulös drum. Also, Konkretes haben nichts gesagt. Sie meinten, dass die irgendwie wieder auftauchen könnten. Also, es können ja mehrere Sachen sein, ne? Vielleicht bringen sie auch irgendwann eine Erweiterung, wo dann nur Chosen drin sind. Wäre auch fancy. Also, für die alten Fans wäre das schön. Cool, ne? Also einfach mal so ein bisschen Abwechslung wieder reinbringen. Oder vielleicht bringen sie ja noch mehr Fraktionen, ne? Also wer weiß, weiß ja keiner. Abwarten, also bin ich sehr gespannt. Für die einen oder anderen, die, sagen wir mal, jetzt hier dabei sind und Warlord so noch nie gehört haben und jetzt gerade überrascht sind, wovon wir die ganze Zeit reden, ihr müsst euch einmal gut vorstellen, Warlord ist sozusagen so eine Art D&D als Kartenspiel. Ne? Also als, dass man sich einen Kriegsherr, also seinen Lieblingscharakter zusammenbaut und aus einer verschiedenen Fraktion. Jede Fraktion steht für etwas Spezielles. Auch hier, wie gesagt, Videos in der Beschreibung dafür, da gehen wir da etwas genauer drauf ein. Und dann tritt man gegeneinander an. Das Prinzip ist auch wie bei Dungeons & Dragons, man würfelt mit einem W20 auf, mit einer Angriffszahl, auf eine Verteidigung und sonstiges. Das Prinzip ist relativ gleich. Dementsprechend nach ist das auch relativ angenehm und schnell zu lernen für die Leute, die ja ein bisschen Erfahrung mit ESA oder D&D haben. So, die Klassen, nichts also, Neues. Dazu nochmal gesagt, ich würde so ein bisschen an, wenn man Baldur's Gate 3 zuletzt gespielt hat, wird man einige Sachen auf jeden Fall wiedererkennen. Oh ja, das also gerade dieses Würfeln und jetzt auch mit Advantage und Disadvantage. Also dieses ganze Gewürfel wird man sofort merken. Also ich glaube, ich habe früher nicht so viel D&D gespielt und nachdem ich jetzt Baldur's Gate gespielt habe, habe ich mich ja gewundert, wie sehr mich das an Warlord erinnert hat. Das ist schon krass, ne? Ja. Wir haben es auch gut gemacht. So, Fraktionen und Klassen sind wir gerade eingegangen. Jetzt möchten wir mal ein bisschen aufs neue und alte Design gehen. Ich versuche mal gerade ein bisschen ran zu zoomen, damit wir hier auch mal ein bisschen was haben. Und zwar sehen wir hier rechts das alte Design vom Method. Hier oben links in der Axt ist die Angriffszahl. Hier oben rechts auf dem Schild ist die Verteidigungszahl. Man sieht hier das Artwork
Man sieht in der linken Mitte die Klasse, es ist ein Wizard ist durch die Zauberrolle und die 2 ist, dass er Level 2 ist. Er ist ein Mercenary, also er ist ein Söldner, er ist ein Monster. May not equip items, also darf keine Items tragen. Und er hat eine Order, die lautet, einmal pro Zug beweg dich nach vorne oder nach hinten im Rang. Er hat 3 Skill und einen Hitpoint. Jetzt auf der linken Seite hingegen haben wir ein viel, viel cleaneres Design. Jetzt möchtest du einmal gerade einmal das cleanere Design ein bisschen drauf gehen. Also ja, man sieht halt den Angriff, den Verteidigungswert, das Level. Also links oben den Angriff, rechts den Verteidigungswert, links ist das Level und die Klasse. Unten ist der Skill und rechts unten ist der Hitpoint. Das ist alles gleich geblieben. Also das Einzige, was man vielleicht noch zusätzlich anmerken könnte, ist, dass wenn es eine Multiclass gibt, also dass ein Charakter 2 Klassen hat, Wizard und Fighter oder Wizard und Kleriker oder was auch immer, ist das zusätzlich noch darüber markiert mit einem Symbol. Das war früher nicht so. Da kommen wir noch drauf. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Genau, und was man jetzt halt sieht, dass Text in Keywords noch mehr umgewandelt worden ist, wie May not equip items ist umgewandelt worden in unarmed oder in nicht ausgerüstet oder unbewaffnet. Unbewaffnet und zusätzlich sieht man in der Order auch Limited Order. Limited steht für Once per Turn, das sieht man im rechten Kasten. Und Journey ist quasi der gleiche Text wie Move Forward or Backward One Rank, ist genau dasselbe. Man kann entweder nach vorne oder nach hinten gehen. Zusätzlich sieht man noch auf der rechten Seite dann dieses kleine Fähnchen. Früher wurde das mit Mercenary in der Textbox markiert. Sieht man da. Und das Monster-Trait ist jetzt neben dem Charakter-Trait da gewandert. Da werden dann später alle Traits, die da Charaktere oder so, alle Klassen oder Berufe, sagt man, glaube ich, in D&D auch, werden da dann niedergeschrieben sein. Was mir tatsächlich ganz gut gefällt, ist, dass sie das Charakter ein bisschen hervorgehoben haben. Ich meine, man sieht es ja anhand der Farbe, dass man Charakter hat. Charaktere haben immer die Fraktionsfarben an den Seiten. Action-Items haben eigene. Ich finde das ganz gut, dass sie das jetzt ein bisschen eingeschrumpft haben. Das Charakter-Monster, die Fraktion. Das Limited-Order-Journey finde ich auch gut. Also Limited Order gibt einem direkte Information, okay, das ist limitiert, das kann ich also nur einmal, dieses anstatt dieses Once per Turn. Und Journey ist ein Keyword, kann ich auch ziemlich gut mitleben. Was ich allerdings sagen muss, finde ich Unarmed tatsächlich ein bisschen unvorteilhaft. Ich fand zum einfachen Verständnis her May not equip items besser als Unarmed. Ich verstehe, warum sie es getan haben, aber so, okay, Journey muss ich mir merken. Unarmed, was ist Unarmed? Wieso keine, hä? Und anstatt zu sagen, ah, okay, May not equip items ist einfach so selbsterklärend. Und für mich ist es nicht so viel Text. Ja. Ja, ich meine, das war aber schon immer so, ne? Dass sich viel Text hinter irgendwelchen Keywords verborgen hat. Das sieht man ja auch bei Magic oder selbst bei Kartenspielen, wo ich jetzt herkomme. Flesh and Blood ist auch oft so, dass es da Mechaniken hinter Keywords gibt. Daher, ich glaube, es ist einfach gut, um die Textbox leer zu halten und um auch um irgendwie auch da was mehrere Sachen reinzuschreiben, ohne dass es viel wird. Zusätzlich, was man auch noch erkennt, glaube ich, was wir vergessen haben, ist, dass die Artworks viel besser vorkommen. Ja, mehr anstatt Platz hier an der Seite. Ne? Ja. Ja, auch du siehst ja links und rechts ist mehr Platz und ich glaube nach oben und unten ein Ticken mehr. Ja, ist das ein bisschen breiter, das Bild auf jeden Fall. Und ich finde es auch viel cleaner einfach. Ja. Haben es relativ gut. Also ich finde, ich habe mich schon dran gewöhnt. Also viele brauchen ja, glaube ich, erst einen Moment, sich dran zu gewöhnen, aber ich bin mir fiel das jetzt nicht so schwer, ehrlich gesagt. Dann gehen wir mal auf einen wichtigen Standpunkt zurück, den die Leute interessieren, die früher Warlord gespielt haben und sogar noch Warlord-Karten haben. Oder dabei sind alte Sammlungen aufzukaufen oder sonstiges. Und zwar die Backwards-Compatibility. Also, was kann ich mit meinen Karten anfangen? Es gibt verschiedene Formate. Ne? Das sind, die wir jetzt aktuell haben. Also sozusagen, die Warlord ist ja ein ehemaliges Kartenspiel. Es gab die Saga-Zeit, es gab die Campaign Edition Zeit, die Epic Edition Zeit und die 4E Zeit. Alles zusammen war Ancient. So, hier ist das jetzt ein bisschen umstrukturiert worden. So, und zwar sind das jetzt hier einmal Saga. Construct your deck using your favorite cards from the most recent upsets. Use your most powerful strategic to feed the enemy world. Das heißt, wir haben hier einmal die Saga Edition. Es gibt die ganz normalen Booster Drafts. Allianz finde ich einen interessanten Namen. Ist eigentlich nichts anderes als ein Doppel- oder Free-for-All, oder? Ja, es ist ein Commander-Format, das man eigentlich mit 4 Leuten spielt.
Und dann spielt man mit zwei Warlords und ich glaube, eine etwas größere Starting, um dann so wirklich auch verrücktere Sachen zu spielen zu können. Ach Und das so, wird ach guck dann. mal, ich habe das bei Magic nie gespielt. Ich weiß, dass es da irgendwie sowas Komisches gibt. Ach, und jetzt nimmt man hier zwei Warlords. Man hat zwei Warlords und spielt gegen drei andere, also wie so ein Doppeltisch, aber jeder gegen jeden. Ich weiß nicht genau, wie die Targeting Rules ist, dass man jeden angreifen darf oder nur die links und rechts von sich. Wer vielleicht von Flesh and Blood oder sowas kennt, da gibt es Ultimate Pitfight. Das ist auch so ähnlich. Aber bei Dann Magic geht gibt es es halt da einfach auch darum. Commander-Format oder so heißt Ja, das bei genau. Ich Magic, ne? glaube, bei Commander ist das, glaube ich, auch so. Und da geht es halt einfach primär darum, irgendwie fancy Sachen spielen zu können. Ne? Also mit zwei Warlords kann man dann mehrere verschiedene Sachen auch kombinieren, die man sonst nicht kombinieren könnte. Und halt wilde, verrückte Sachen machen, primär dafür. Da bin ich mal gespannt, was sie dann Spaß noch so daran. an Formaten raushauen. Ich meine, wir haben lange nach neuen Karten verlangt, wir haben lange nach neuen Formaten verlangt. Bin mal gespannt. Boost Draft freue ich mich immer ganz gerne, weil Ja. Booster halt Draft einfach immer random ist. Ist super funny und was man damit kann. Ancient ist das Format, was wir alle gerade erkennen und spielen, weil wir immer versuchen, mit dem Pool, den wir haben, tun wir einmal ein klassisches Ancient spielen. Also alles bis auf limitierte und gebannte Karten zu spielen oder wie auch immer. Und das sind jetzt halt in dem Sinne die neuen. Das fand ich ganz nice. Und bin ich mal gespannt, was da kommt. Soll noch mehrere Formate kommen. Das ist ja ein rotierendes Format, so wie ich das verstanden habe, das ab gewissen ZX anfängt, alte Sets rauszurotieren. Okay. Also wie bei Und dann. Magic, drei Sets und das vierte schmeißt das erste wieder raus. Ja, ich glaube, so wird das funktionieren. Also, ich glaube, sechs oder mehr sind es sogar. Ich glaube, ab sechs. Bei sechs ist, glaube ich, auch so ein Sweet Spot. Wobei ich das gar nicht, also 4 finde ich tatsächlich einen guten Sweet Spot. Also nicht in ab 4 fliegt das erste aus, sondern 4 Sets sind und ab dem 5. fliegt es raus, weil dann hast du ein bisschen mehr. Aber ich fand die Idee eigentlich auch nicht schlecht, die Warlord damals hatte, mit einem Base-Set und darauf Edition und dann sind irgendwann Editionen doppelt und dann kommt ein Base-Set mit rein. Aber naja. Ich glaube, sie wollen so ein eigenes Ancients noch bauen, so hört sich das an. Dass dann, wenn das Base-Set dann wahrscheinlich irgendwann rausfliegt, dass dann alle Sets da drin legal sind, aber nur mit den neuen 5E-Karten quasi. Ich glaube, das wird die Richtung. Schauen wir mal. Sag mal, ich blicke dem positiv entgegen, dass sie da auf jeden Fall was Passendes machen werden. Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass man dann nachher, wenn man auf Turniere fährt, egal ob online oder man hier bei Local Play Stores oder sonstiges oder große Conventions, dass es dann einfach verschiedene Möglichkeiten gibt, einen Booster Draft zu machen, klassisches Saga, ein klassisches Ancient, 5E, was auch immer wird. Dann hast du halt verschiedene Decks, kannst dich auf vieles vorbereiten. Da freue ich mich tatsächlich ein bisschen drauf. So, Doppel freue ich mich drauf. Doppel war immer eins meiner Lieblingsformate. Habe Kann. ich unglaublich gerne gespielt. Nur anstrengend, weil es immer sonntags war und man von Samstag Ja, noch genau. verkatert Genau. Bei Warlord war halt echt immer so ein Spiel, so sehr, sehr sozial, sage ich mal. Wo man immer eine gute Zeit hatte und morgens hatte man Probleme beim Aufstehen, aber es war auf jeden Fall. Bei anderen Kartenspielen nicht so. Ich spiele ja wirklich, habe ich mehr wahrscheinlich erwähnt. Und da gibt es das gar nicht. Und das wundert mich manchmal so sehr, weil Ist das schade, eigentlich das ne? Ich Beste finde, daran ist. das hat auch Warlord viel ausgemacht, auch wenn wir es gerne mal kompetitiv gespielt haben, war es einfach so, dass man trotzdem vieles einfach mit den Leuten gerne gemacht hat. Also fuck it, komm, Genau. wir ziehen heute Abend rum, wir machen was miteinander. Gerade weil man ne, und das war einmal das, was Warlord ausgemacht hat, eine wirklich schöne Community. Und das auch immer noch ist. Also das muss ich. Wir hatten ja sogar Turniere, wo wir uns einfach dann. Keine Ahnung, wo es dann nur ging, was zu trinken, ne? Also Drunken Master Challenge und was auch immer wir da alles gemacht haben. Ja, das war wirklich hart. Oder auch, wo bewusst nur Scheiße gespielt werden musste. Also, ne, hier gibt's Ja, ja, nichts. ja, ja. Du, jeder, hier, das ist eine Liste, die Warlords sind alle gebannt und das. Oder, ich glaube, ein Turnier gab's auch, die Decks wurden gemischt. Du hast ein Deck abgegeben und mussten sie alle im Pool geschmissen werden, du hast ein anderes gekriegt. So, fuck, was soll ich Echt? damit? Ja, gab's auch schon. War super funny. So, why? Ja, Gratulation, du hast jetzt einfach gerade ein anderes Deck bekommen. Das ist halt funny. Also, Uiuiui. das war der Spaß halt daran. Gut. Ich würde auf ein Thema jetzt weitergehen, Dedicated to Art. Wie schon gesagt, finde für, bei Warlord war es immer etwas Besonderes, wirklich Karten. Es gibt Leute, die sammeln gewisse Karten nur von Künstlern. Und wenn man sich immer reinschaut, da haben die, ich weiß nicht, wie Josh und Woodrow das gemacht haben, aber die haben da sich schon angestellt. Jason Eagle, Lynn Hunter. Lynn Hunter, mein absoluter Favorite, by the way. Unglaublich. Wo ich denke so, uff. Ja, das kommt alles von Runo, weil der auch sehr viele Artworks sammelt. Oh ja.
Es gibt viele Warlords. Und er echt Best Buddies mit den ganzen Artists ist und wahrscheinlich auch die Patenonkels von seinen Kindern sind, oder ich weiß es nicht. Ich würde ihn auch zutrauen. So würde mich nicht wundern. Ja. Ja. Ich meine, Woodrow ist auch so ein bisschen Everybody's Darling. Und er hat dann halt ein dickes Notizbuch und hat gute Beziehungen zu den Künstlern und es hat auch lange, glaube ich, nach manchen gesucht, um sie wiederzufinden. Ja. Und hat auch im Vorhinein viel Zeit da reingesteckt, dass man den Charme, den die alten Artworks haben, glaube ich, wieder einzufangen. Das hat er, glaube ich, ganz gut geschafft. Ich sehe hier gerade was. Ich habe hier einen Namen gesehen. Ich war ja letztes Jahr drüben auf der Gen Con 2023. Da habe ich Rogue Panda kennengelernt. Das ist so ein Community-Member, der auch selber Artwork macht. Jared, hier. Und ich musste gerade nachschauen. Ich so, Moment, Jared, ist tatsächlich Rogue Panda. Das finde ich gerade geil, dass ich da sehe, dass ein Mitglied, der einfach sich mit persönlicher Artwork so in die Community-Eingabe hat, dass die den jetzt als offiziellen Warlord-Art mit reingenommen haben. Nice, ja. Mega cool. Ich habe extra ein Set Warlord gemalte von ihm, Warlord-Karten gekauft gehabt auf der Gen Con, weil ich gedacht habe, boah, er macht wirklich ein nices Artwork. Auch immer von Turncode, den Gewinner tut er immer nochmal exklusiv den Warlord. Bei Build Your Warlord war das genau. Bei Build Your Warlord, den Warlord, der gewinnt, den malt er immer extra nochmal auf. Richtig cool. Cool. Ja, finde ich auch gut. Finde ich eine nice Sache, dass ich das hier sehe. Also, Shoutout to Rogue Panda. Ihr wisst wahrscheinlich schon, was auf Deutsch ist, aber trotzdem immer noch. Also, die Artworks mega gut. Bei Warlord, da werdet ihr auf jeden Fall finden. Ja, guck mal, sieht man das hier sogar, haben sie Lynn Hunter zum Beispiel noch befragt, ja. Der auch diverse das Artwork da hier von, das ist der Merc Warlord, glaube ich. Ja, der Assassin ist das. Das ist so krass. Also ich war so geflasht, als ich das gesehen habe. Da war ich echt so, wow. Und ich finde, das ist schon was Geiles, wenn du das ersten Preis, ich meine, ich hatte 2023, der erste Platz war das Original-Artwork von Albrecht, ne? Also ich scroll nochmal hoch. Albrecht ist schon sehr nice, hier der Celestial. Ja, ja. Das ist schon. Also da gibt's schon. Marco Fatz. So. Witzig, das Artwork von dem Artist. Ja. Den habe ich Woodrow nahegelegt. Ach, okay. Und dann hat sich Woodrow wohl bei dem gemeldet. Das ist von einem Polen, Matthias. Ich weiß es nicht. Macht viele Artworks, glaube ich. Und ja, bei dem Artwork sieht man auch, hat sich ein bisschen Mühe gegeben, hat recherchiert. Ne? Das erinnert schon sehr an den ersten Brian Fiend, weil es ein Brian-Krokodil ist. Brian Croc, ja. Ja, und es sieht schon ein bisschen wie ein alter Brian Fiend auch aus, ne? Das Rote. Aber ich würd jetzt gerade von den Artists einmal reingehen. Und zwar, wie schon gesagt, die Jungs hatten ja die Möglichkeit, jetzt Warlord neu anzufangen und haben sich überlegt, wie gehen wir rein. Die Gesichter, also Original-Warlord war jetzt Saga of the Storm. Es geht um den großen Sturm, der alles kaputt macht. Und der ist auch passiert. Und jetzt springen wir wieder rein in Warlord und die erste Edition heißt anscheinend Into the Accordlands, nicht 5e, wie viele sagten. After nearly 100 years of peace, following a great war, the land of the Accords and its people grown restless. Border conflicts and territorial squabbles are on the rise as peace treaty slowly fades from memory. Whispers of the discovery of an all-powerful artifact have reached the ears of every leader, and while not openly at war, no nation can afford. Also, wir springen einfach 100 Jahre in die Zukunft. Der große Sturm ist vorbei, nach einer gewissen Zeit von Frieden dimmen sozusagen die rituellen Probleme, die Konflikte wieder auf, und es wird jetzt so nach und nach wieder die Kriegstrommeln geschlagen, und es gibt ein kleines Gerücht über ein sehr mächtiges Artefakt, von dem einfach noch niemand weiß, worum es geht, aber keiner darf da irgendwie zurückfallen. Das wusste ich auch noch nicht, das mit dem Artefakt, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Sieht man mal, wie gut ich den Kickstarter gelesen habe, aber das Coole an der Story ist so ein bisschen, früher gab es immer so zwei Fraktionen, die Guten waren und die eigentlich immer am Verlieren waren, weil es so viele Böse gab, und die haben jetzt den Krieg gewonnen und nach 100 Jahren sind die jetzt immer noch die herrschenden Fraktionen. Was das ist tatsächlich funny, ja. Ein witziger Plot-Twist ist eigentlich. Gehen wir mal rein. Und zwar, was wir uns überhaupt kaufen können. Booster Packs. Jeder kennt die Standard Booster Packs. Ihr habt es euch gekauft damals zwischen 3 bis 4 Euro. Wahrscheinlich werden sie jetzt
Laden tippe ich mal sowas zwischen 4 und 5 Euro kosten. Ich weiß gar nicht, was. Von anderen. 5 Euro. Mehr, ja, manchmal getippt. Sogar mehr. Ja. Also. Ich gehe mal davon aus, dass das hier bei Warlord um die 5 sein wird. Ja. So. So. Eine Booster Pack. Also, ne? Ein Display. 24 Booster Packs. Da drinne. In einem Booster Pack sind 15 Playable Cards per Packs. Ihr seht davon, das sind 10 Commons, 3 Uncommons, eine Rare oder Legendary. Was übrigens neu ist, das gab es davor nicht. Legendaries sind erstmalig bei Warlord eingeführt. Eine Foil oder Extended Art. Extended Art gab es zwischendurch mal bei Warlord, aber das war entweder A, Starter-exklusiv oder B, Promo-exklusiv. Genau. Dazu gibt es auch schon so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, diese Legendary und Extended Art Karten zu ziehen. Das ist, glaube ich, bei den Extended Arts jedes 6. Booster. Oh, das ist aber also gut. 4 pro Display und Legendaries jedes 8. Also 3 pro Display. Es gibt 24. Davon kann man manche nur einmal benutzen oder spielen. Oder manche sind Epic Unique. Das heißt auch, dass man die nur einmal spielen darf, mehr oder weniger. Und das ist dann halt auch eine Möglichkeit, ja, da. Also die Pullrate ist schon, glaube ich, ganz gut. Also ja. Ist jetzt nicht mega abgespaced wie in anderen Spielen, wo du für einen bestimmten Raritätstyp 4 Displays aufmachen musst oder so, ne? Also das ist schon. Das hätte ich auch ein bisschen stressig gefunden. Ne? Genau, das ist schon ein gutes Produkt, also schon sehr freundlich dem Consumer gegenüber, würde ich sagen. Dafür ist es halt aber auch collectible, ne? Also es ist nicht, dass ihr irgendwie damals bei Phoenix Interactive einfach ein festes Set habt, ihr wusst genau, ich kaufe 3 Stücke und mehr nicht und hab alles. Hier musst du halt ziehen. So, hier sieht man es ganz. Auch exklusiv für Kickstarter, wenn ihr es hierüber kauft, es gibt eine Promo Meet It sehen. Wie sieht hier Full Extended Art. Also nicht einfach so halb abgeschnitten, sondern wirklich groß. Und hier sieht man einen Tisch, wo sie alle mit sitzen. Meet sehen ist eine sehr ikonische Karte. Order mit einem Level 1 Charakter. Du ziehst 2 Karten, der Gegner eine. Also ne, wir gehen in die Kneipe und trinken eine. So, Starterdecks sind hier unten. Starterdecks sind, wie der Name schon sagt, fertig vorgebaute Decks mit von jeder Fraktion, in dem Fall 6. Indem ihr ein Starting habt, ein W20, fest abgestimmtes, halbwegs, also früher war es, man sagte, balancierte Decks, manchmal sind die einen besser, die anderen ein bisschen schlechter, je nachdem. Ich bin gespannt, wie sie es hier machen. Und in diesen Starter selber ist nochmal in dem Sinne ein zusätzlicher Booster Pack. Also Karten, fällig sind, zu einem bekannten Grad. Und die würden wir uns einmal anschauen. Ich versuche mal ein bisschen rein, dann kannst du mal was zum ersten Warlord sagen. Und zwar zum guten alten Nosrock. Auch wenn ich der große Nosrock-Fan bin. Ja. Mit der Kamera nämlich dummerweise ein bisschen im Weg. So, jetzt. Der gute alte Vaktus, Spirit Champion. Man kann ja, also, das ist halt ein Front-Warlord, ein Fronti, der mit seiner Axt nach vorne geht und seine 3 Angriffe, die man da oben auch in dem Axtblatt sieht, eigentlich alles vermöbelt, was da steht und so eine Art One-Man-Army-Guy ist. Und man sieht auch so richtig, also das Einzige, was ich mir jetzt noch gewünscht hätte, dass auf dem Artwork so der Geist von Artek ist und nicht. Das wäre nice. Aber es das ist, würde eigentlich auch nochmal zu ihm passen. Ne? Also, ist ein mega nice Jason Eagle-Artwork. Ne? Ja. Und man sieht auf jeden Fall auch geil, dass die Axt so über den Rand hinausgeht. Ja, das ist halt exklusiv auch für die Starter. Das ist diese Extended Arts. Für die Warlords, die sind exklusiv in den Startern drin und die seht ihr da. Sonst haben sie eher die klassischen Textboxen und nicht Extended Arts. Aber ja, ist ein mega Artwork. Ich fand es erst nicht so gut, aber auf der Karte sieht das richtig, richtig gut aus, finde ich. Richtig cool einfach und ja. Ja, auf die Fraktion, wie gesagt, gibt es ein anderes Video, alles unten in der Beschreibung. Nachher gehen wir ein bisschen später rein. Wir versuchen einfach mal ein bisschen, weil es ist noch ein bisschen Text und wir wollen das Video auch nicht über Stunden hinaussehen. Thalsion der Tennis, ein Elf, in dem Fall ein Elf Necromancer. Was wir hier an Neuerungen haben, ist, was hier noch nicht zu sehen war, wir haben hier eine farbige Axt. Das heißt, erstmalig zu Warlord wird es spezielle Angriffsarten oder Typen geben. Was genau wird man noch sehen oder hast du das schon mehr gelesen? Ist mir noch also ich glaube, das ist einfach dieses Poison Trait, ne? Das wird ein Poison halt Shadow sein. Shadow. Das, nee, das ist Shadow Damage oder, wahrscheinlich. Ja. Und dann wird Poison grün sein, aber dann wird es irgendwie Dunkelmagie sein oder so. Ja.
Dann wird er irgendwie, das sieht man bei Iron gleich, der hat, glaube ich, ein Poison-Axe-Blatt. Bei Marion hat ja ein Holy. Bei Marion hat Holy und sie hat jetzt halt Shadow wegen Necromancer wahrscheinlich. Ja. Genau. Da wird's dann wahrscheinlich Interaktionen mitgeben. Ich bin auch gespannt. Ja, also es ist noch relativ unbekannt, wir sind selber noch überrascht. Dieser Warlord ist ein Elf Necromancer, Level 5 Wizard, Standardwerte. Zwei Angriffe ist etwas untypischer, aber überraschend. Limited Order, also target up to two characters in any discard pile, banish the targets, perform plus 3 Rain Strike for each character. Sie greift einfach in Necromancers auf den Friedhof zu, tut zwei Charaktere discarden und schießt dafür dann. Zweimal plus 3. So. Ziemlich gut. Ja, ziemlich gut für einen Wizard. Kann Druck machen. Schauen wir mal. Jens, bitte. Dann kommt Memoriam. Ist ein guter Kleriker von den Zwergen. Ja. Zu den Werten brauche ich jetzt nicht sagen. Die ist mehr so der Typ, die ihre Mitkrieger oder Mitstreiter unterstützt und diese dann ermutigt, nochmal in den Kampf zu ziehen, indem sie wieder bereit macht. Ich würde sagen, schon sehr ein Control-lastiger Warlord. Aber sieht auch sehr stark aus. Also es ist jetzt keiner, der, wo ich denke, okay, der ist nicht so gut, die ist schon ziemlich gut. Da bin ich auch sehr zufrieden. Haben sie das Elfen-Team, würde ich schon sagen. Hier das Zwergen-Team sehr, sehr gut getroffen. Ne? Viel defensiv, Heilung und dann noch jemanden ready machen. Ich hoffe ja wirklich, dass die beiden Typen im Hintergrund noch als Charakter kommen. Bin gespannt. Und dass der eine links und der andere rechts heißt. Funny, ja. Könnte bei Zwergen gut sein, weil die eh immer so interessante Namen haben wie, ja. wie Nomen und daher oder weiß ich wie Krieg, manche ein Zweck, der heißt Krieg, könnte gut sein, dass der eine links und der rechts heißt. Auch hier, wie gesagt, jetzt hier sieht man am Angriff einen Holy-Angriff, das auch der nächste hat. Da war ich ein bisschen überrascht. Hatte dann Celestial Messenger. Und Celestial sind so engelartige Wesen bei den Three Kingdoms. Normalerweise sind die alle planar. Planar ist eine spezielle Form von, müsst ihr euch vorstellen, der Charakter ist sozusagen in einer Phase. Er kann nur in einer bestimmten Phase getroffen werden und das bedeutet beim Würfeln, die haben meistens wenig Verteidigung und ihr müsst gerade würfeln. Den 20er. Das heißt, jeder ungerade Wurf verfehlt und dann müsst ihr auf den Verteidigungswert mit einem geraden Wurf kommen. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Normalerweise sind Celestials, wie gesagt, alle planar. Vielleicht ist er auch deshalb nicht planar, weil er einfach nur ein Ambassador ist, der sozusagen zwischen Menschen und Celestials vermittelt. Ist halt immer ganz interessant, weil Warlord hatte eine super, super nice Story. Da kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück. Da kann man da ein bisschen reinlesen. Ist ein Level 5 guter Cleric, auch wieder mit zwei Holy-Angriffen. Hat Limited Order, target up to two characters, also du kannst bis zu zwei von deinen Level 1 oder 2 Charakteren targeten. Diese Targets, also diese Charaktere, kriegen plus 2 ATK und AC und einen zusätzlichen Mini-Strike mit plus 2, wenn sie angreifen. Also ein sehr starker Supporter, der einfach Weenies nochmal angreifen kann. Der wird meistens wahrscheinlich hinten liegen und mit der Armee was machen. Gleich mit kleineren Strikes, anstatt mit großen nach vorne zu schmeißen und sie zu readyen wie der Zwerg. Also das sieht man auch jetzt schon, dass es sehr auf Rush ausgelegt ist, ne? Level 1 und 2 Charakter. Also das wird schon sehr in die Richtung gehen. Sehr starke Ability auf jeden Fall. Es wird auf jeden Fall ein bisschen mehr an der Frontlinie losgehen. Apropos Frontlinie, ja, da hast du ja jemanden, der da auch hin will. Ja, da so mein Favorite Artwork Warlord, Iron Gaunt, ist ein Schurken-Assassinen-Warlord, die meistens dadurch gekennzeichnet sind, dass sie halt versuchen, einen von hinten zu meucheln. Und das auch ziemlich effizient meistens. Da kommen wir auch nochmal auf das Axtblatt zu sprechen. Da sieht man jetzt das grüne Axtblatt, was den Poison-Type dann wahrscheinlich mehr oder weniger etabliert. Der Warlord ist halt darum gebaut, dass er sich viel bewegt. Und jedes Mal, wenn er sich bewegt, darf er einen Melee-Strike machen. Also wird man wahrscheinlich ganz viel Movement spielen. Versucht wahrscheinlich sogar in eine gegnerische Armee zu stealthen. Also stealthen heißt, dass man sich in die gegnerischen Reihen gleich. Und da dann für Schabernack sorgt, würde ich mal sagen. Und sieht auch ziemlich gut aus, finde ich. Also ist auch, wie gesagt, ich habe mal die Tentakel gezählt, by the way. Ja? Ich glaube, es sind 23 auf dem Abend. Das sind die wichtigen Facts und genau deshalb schaut ihr hier zu, liebe Leute. Für 23 Tentakel.
Ja, das, ich bin sehr gespannt. Also ich bin sehr gespannt auf die Supportkarten, die er bekommt, weil das kann ein Monster werden, tatsächlich. Also ein Assassine, der reingeht und einfach für jede Bewegung schlägt, ohne sich zu spenden, ist halt auch schon so, oh, willst du nicht. Ja, er translatet halt das Movement in Angriffe. Das hatten wir ja schon mal in ähnlicher Form und Weise, Art und Ja, Weise. John Hawthorne, ne? Genau, Ne, was ein John Lair? bisschen. Hawthorne. Hawthorne. Hawthorne, ja. Leer John heißt Lair John Hawthorne. er. Aber ich glaube, bei ihm wird es ein bisschen anders sein. Ich bin mal gespannt, ob es dann auch so die Seitenkombos nochmal gibt mit Amulet of Raking oder so. Ah, schauen wir mal. Ja, bleibt spannend. Gut, gehen wir zum nächsten, zu den Deverenians. Da kriegen wir einen klassischen Fighter. Plus 9 Angriff, sie, plus 7 Angriff, also zwei relativ hohe Angriffe. Ihr seht keine besondere Farbe, also Standard Damage. 15 AC, 4 Hitpoints. Die Fighter haben standardtechnisch, die Frontfighter mittlerweile 4 Hitpoints. Ist ein Standard Human Knight, Level 5 Fighter und mit der Limited Order, your target character performs a melee strike, also dein Charakter, den du dir aussuchst, das kann egal sein, das kannst du selber sein, das kann aber auch irgendein anderer deiner Charaktere sein, performt einen Melee-Strike, also macht einen Angriff, der eine zusätzliche Wunde gegen gleiche oder niedrige Level-Charaktere macht. Das heißt, wenn er jetzt sich selber zur Front geht und die Order gibt, dann würde er gegen Level 1 bis 4 Charakteren einen plus 9er Strike für 2 Wunden machen. Level 1er würde halt einfach nur seinen Standardangriff für 2 Wunden machen gegen Level 1er. Level 2er wieder nur eine. Also, ich denke fast, dass der darauf aufgebaut sein wird, selber zur Front zu gehen und einfach einen Zusatzstrike zu haben. Ich sehe den wenig mit Kavallerie, aber ich kenne auch die Zusatzkarten nicht. Aber dafür ist der andere Deverinian Warlord eher prädestinierter als er. Gut, ja. Bei ihm sieht man auch nochmal, warum so das Artwork ist halt wirklich, wirklich cool, finde ich. Ja. Also es zeichnet einfach wirklich aus, was ein Deverinian ist. So ein Evil Dude mit einer Maske, also es sieht schon, also es ist auch wirklich ein Also, ikonisches Artwork. theme-like haben sie es richtig gut genäht. Ja, also das ist Alle. on point auf jeden Fall. Ja, ist alles super. Alle. Muss ich nicht sagen. Also, ja, die Artwork nein. Kommen wir zum nächsten. Box of Greed. Und die Leute fragen, zählt jetzt hier gerade runter, wie komme ich denn ran? Leute, das wird am Ende mehr passieren. Wir gehen von oben runter und dann zeige ich euch, wie ihr das dann passend bestellen könnt. Box of Greed ist eine Hommage an eine alte Zeit. Früher haben die Läden in Zeiten, wo das Internet noch nicht so stark vertreten war wie heute, eine Box of Greed bekommen, um die Leute zu animieren, Booster zu kaufen. Ab einer gewissen Bestellsumme, man liest es, glaube ich, den Shop-Ownern ein bisschen übrig, was sie Bestellsumme da auswählen konnten. Es gab da so ein paar Vorschläge, so nach dem Motto: ab 20 Euro gibt es noch einen Griff in die Box of Greed. Und in der Box of Greed waren immer nur gute Karten drin. Ne? Und auch hier möchten die das sozusagen wieder nutzen, um Leute, die jetzt neu dabei sind oder ihre Sammlung vor Jahren verkauft haben, wieder auffüllen möchten, den Zugang zu ermöglichen, an alten Karten ranzukommen. Und zwar die alten guten Karten, die man wirklich braucht, um zu spielen, die schwerer zu tauschen sind, die auch preislich höher sind. Und da finde ich es sehr schön, da hat man jetzt hier auch wieder ein Artwork genommen von Albrecht, von Marco Schorner an der Seite. Obliterate sehe ich hier. Ich bin mal gespannt, was unten drunter vielleicht noch sein wird. Da bin ich sehr gespannt. Also wir haben erstmal eine sehr, sehr nice Box und wir gehen rein mit 50 Individual Card, die sich ausdehnen können bis zu 100. Diese werden jetzt nach und nach sich steigern und da gehen wir mal ein bisschen rein. Das sind die ersten bekannten 50 Karten. Ich würde sagen, jeder von uns geht mal so eine Reihe durch, so die erste Reihe für mich. Eigentlich Ablung, ein alter Warlord, Corin Drake, ein klassischer Deverenian-Charakter, Mass Blessing, Must-Have für jeden Kleriker, Thetos, guter Warlord-Raw-Charakter. Schon gute Wahl. Jens, zwei, drei. Tja, Ablungs Quickmail ist irgendein Level 9-Item, wo ich nicht so Ja. ganz verstehe, I warum don't es da know. drin ist. Demon of Qar ist auch irgendwie Ding, wo es sich jetzt nicht unbedingt da drin sehen würde, weil wurde eine Zeit lang mal gespielt, ist auch ein solider Charakter, aber ich glaube, es ist einfach nicht die Zeit. Minor Miracle wiederum ein ziemlich guter Klerik-Spell, den man ja, gut spielen kann in, glaube ich, jedem Kleriker-Deck ziemlich stark. Und dann als viertes Shadow Reaver. Shadow Reaver haben wir vorhin schon gesehen, ganz oben. Dieser blaue Typ auf den ersten drei Karten, die wir gesehen haben. Sehr ikonische Karte. Ida, ein klassischer Freak Level 1 Charakter, sehr angenehm, kann man benutzen. Faded Titanus, Geschmackssache, weiß nicht, hätte nicht sein muss. Molos Helm, auch ein schönes Item, Level 8 für Kleriker, gerade sehr, sehr wichtig. Segrida, boah, alter Warlord.
Tja, Albrecht haben wir eben auch schon gesehen, haben wir auch drüber gesprochen, hast das Artwork gezeigt. Get Nuri ist ein Errata-Reprint. Ja, ein gutes. Also die Errata zurückgenommen und dann das in alten reprintet, was ihn auf jeden Fall sehr, sehr spielbar macht. Nines ist ein Charakter, der, ich glaube, Items wiederholt, der so später so seine Bedeutsamkeit gefunden hat. Und Sir Alaron de Shaun ist, glaube ich, ein Warlord-Overlord. Oder war das ein Level 4, der irgendwas rausgesucht hat? Das ist das Schöne, da können wir jetzt gerade mal Werbung für die Accordlands machen. Zünden wir mal hin. Es gibt die Accordlands, theaccordlands.net. Das ist sozusagen die komplette Warlord-Suche. Hier findet ihr alle Karten. So, und jetzt schauen wir mal gerade. Wir wollen Sir Alaron. Also geben wir das mal ein. Und schauen wir, was wir kriegen. Sir Alaron de Shaun. Und wie wir sehen, haben wir hier einen alten klassischen Champion-Warlord. Das war dieser Deckbox-Warlord, ne? Ja, genau. Das sind die Champions von den Warlords noch. So. Die Metalldosen. Ja. Genau. Gehen wir jetzt wieder zurück. Alizarra, auch ein sehr, sehr guter Mercenary Warlord, sehr bespielt, gerade Drachendrop etc. sehr gut. Gunda, ein solider Level 1 Nosrock-Starter. Necklace of Space Storing, Medium-Item für Wizards. Sir Lucian, auch ein solider Freak-Warlord, den haben wir aber eigentlich. Ja, ist aus Epic Edition, ist nice. Ja, Artek ist so ein bisschen das Äquivalent zu dem grünen Warlord, den wir eben gesehen haben, wo ich meinte, der Geist von ihm sollte damit drauf sein. Ist quasi fast derselbe Warlord, nur dass er sich einmal mehr bewegen kann. Incinerate ist einer der besten Wizard-Spells, würde ich sogar sagen, der sehr flexibel ist. Nemtok ist ein Nosrock, der Extrawunden für alle deine Charaktere macht in der ersten Runde. Und Sir Raelyn ist ein, ich glaube, einer von zwei oder drei Divinian Rogue Warlords, die hatten nicht so viele, der mit Range Strikes arbeitet. Galiteva, eine solide Karte für Card Draw. Ivas, ein Mercenary für Card Draw. Nirim Gargoyle, einer der Must-Have, also einer der teuersten Uncomes im Spiel tatsächlich. Ich glaube, die teuerste Uncome. Ja, also ja. Genau, so mal, dass der nicht rare geworden ist, ist eigentlich ein Wunder. Und Slash and Lang auch. Ist eine Treasure-Chest-Karte. Ja, ist eine Treasure-Chest. Also, weiter geht's. Black Steel Dagger ist, glaube ich, die ikonischste Rogue-Waffe im Spiel. Dann hast du Jorn the Summit, ist, glaube ich, ein Divinian-Kleriker oder Zwerg-Kleriker. Ist der Zwerg auch aus der Champion-Block, ne? Zwerg. Jorn the Summit ist der Zwerg aus ja, der Champions Box. Ja, ist auch Champion. Battlebox, ja. Entschuldigung, du hast Battlebox. Auch älter. Ja. Achso, ist Battlebox. Ja, den zwei Warlocks gab es in der Battlebox, ich erinnere mich. Obliterate ist die Fighter Spend Order. Ich glaube auch die einzige spielbare im ganzen Spiel, weil sie gut ist. Aber schon non plus ultra, sag ich mal. Und Stolen Destinies ist eine Rush-Karte, die ist auch ziemlich selten, ist leider. Aber ist gut, dass sie da drin ist. Ja, ist halt ein DC-Check 15 zum Übernehmen, ne? Also ist schon ganz ja, nice. Genau, aber macht ja. Disruption und Rush. Ja, genau. Boson Block, so ein solider Level 2 Starter für die Mercenaries. Khotgar, ein sehr, sehr starker Nosrock Warlord für die Card Draw. Opa Gargoyle, eigentlich für ein Theme-Deck für Gargoyles gibt es ein paar, die den brauchen. Tevis Jape, einer der mit bekanntesten, geliebt und gehassten. Einer der stärksten Warlords. Ja, Warlords, definitiv. Der gibt auf alle Würfe, die er macht, plus 3 oder zieht beim Gegner minus 3, je nachdem, wie man uns einstellt. Egal, weiter geht's. Kylan Broman, ein cooler Buff-Kleriker, der über mehrere Runden Bonus ergibt auf deine Warlords oder deine Charaktere. Leka Usut ist ein Summoner, Elf-Summoner, der ganz viele Viecher beschwört. Potion of Use ist, glaube ich, so mit die teuerste Promo in diesem Spiel. Abgesehen von Medusenkarten. Irgendeine Karte, die irgendwann mal gedruckt worden ist und dann Jahre später wurde sie spielbar. Early, Saga, ja. Darum hat die kaum einer. Nee, Siege ist auch Siege. Was Siege sogar. Später noch. Siege Promo. Also, und The Dark Horse ist ein Steed, was gut ist, aber wundere mich jetzt ein bisschen, dass das drin ist. Hätte Roven auch jetzt okay, nichts Besonderes, ein guter, das ist ein Elf-Support-Charakter. Limestone Gargoyle auch so, okay. Ramona schon brauchbarer Level 11 Wizard. Und Thorin Iskar ist, der wurde limitiert auf einmal mit Recht, das ist einer der Card-Draw-Charaktere. Also schon Must-Have. Du packst in jeden Thorin, packst du Thorin einfach in jedes Deck. Außer Raziel und Songine. Ja. Könnte gut sein. Conjure Storm ist ein Wizard-Spell aus der Treasure-Chest 4E. Ganz gut. Leute's Reward.
eine der besten Fighter, Karten um Karten selber zu ziehen und ein Deck zu cyclen. Orlando ist, glaube ich, ein Level 3 Freak, der andere Freaks bewegt. Mhm. Einfach um so Midrange Rush zu ermöglichen, würde ich sagen. Um deine Level 3er besser zu benutzen. Und Trevor Maxson ist ein Freak Kingdoms Warlord, der mit Pfeil und Bogen hantiert. Letzten beiden. Marco Shaw, ein Mercenary Warlord, der die Möglichkeit hat, einfach andere Fraktionen zu spielen ohne Loyal Penalty. Loyal Penalty bedeutet, dass man normalerweise, wenn man eine andere Fraktion ins Spiel bringt, außer seine eigene, diese Charaktere Stunt reinkommen. Einzige Ausnahme sind Mercenaries, weil sie Söldner sind. Revika, ein Support-Charakter, der in der Lage ist, Wunden zu Mercenary. Kann das von jedem gespielt. Hat aber Bonus, wenn dein Warlord ein Mercenary ist. Das sind die ersten 50 Karten von bis zu 100, die in diese Box gehen. Sieht man das jetzt nochmal ein bisschen? So, jetzt sagt ihr, hey, ich habe mal ein bisschen Bock, das selber zu spielen, meine lieben Freunde, ne? Ihr habt die Möglichkeit. Runter könnt ihr Download and Print this Battle Decks. Hier habt ihr zwei Demo-Docs. Einmal Vaktos Spirit Champion und Tazian Titanus. Könnt ihr hier runterdrucken. Sind zwei Decks. Willst du mal reingehen? Ja, klar, können wir mal machen. Wir schauen mal. Ah ja, legt gleich runter. Sehr schön. Oder haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Vielleicht ein bisschen. So. Genau. Und da kann man das wunderbar über DIN A4 ausdrucken und sich einfach hinter seinen alten Magic-Karten, die man nicht mehr braucht, einfach mal überklicken. Genau. Da sieht man auch schon so, für die, die es vielleicht zum ersten Mal spielen, der Warlord und die fünf Charaktere danach ist dann direkt die Starting und der Rest. Fünf, genau. Und der Rest ist dann einfach, daraus wird das Deck gebaut. Wenn du jetzt ein bisschen weiter runter scrollst, machst du dann so lange, bis der Nosfolk Warlord anfängt. Man sieht, dass hier unten auch steht 11 Demo. Man sieht, dass hier unten am Ende, dann sieht dann auch, wann es endet. Ah, schätze mal drauf. Ja, sieht genau, 11 Demo ja, und dann stoppt es hier und hier beginnt jetzt Northrop Demo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum, was sie mit diesem Mad Pet Carry kam. Ne? Ich verstehe das einfach nicht. Cool. Dass okay. Der in jedem Northrop Demo Deck drin ist, ich verstehe es nicht. Irgendwer muss das Warhorse tragen. Irgendwer muss das Warhorse tragen. Ja. Aber ich finde es eigentlich relativ gut abgestimmte Decks. Sie sind sehr simpel, sehr einfach. Man kommt rein, ja, ohne viel komplizierten Kram. Ich glaube, dass diese beiden Decks auch ziemlich gut aufeinander balanced sind. Also die machen beide, glaube ich, Spaß, auch gegeneinander zu spielen. Und man hat irgendwie immer funktionable Hände. Ich glaube, das ist schon coole. Genau. Und nochmal Quick Rules, Entschuldigung. Bitte. Nochmal werden die Grundregeln erklärt. Und ein paar Feeds und Keywords wie Order und Spenden, Redirect, React, also grundlegende Regeln. Und da ist auch nochmal ein QR-Code, um dann, glaube ich, nochmal auf die richtigen Regeln zu kommen. Also alles, was man für einen Quickplay braucht quasi, ne? Das könnt ihr einfach hier auf Kickstarter, klickt ihr auf diesen wundervollen Link und ihr habt 2 Demo-Decks, druckt es aus, spielt es. Gute Sache. Kämpfe jetzt. Macht's. Genau. Macht wirklich Spaß. So, und jetzt kommen wir mal eigentlich zu sprechen nach 48 Minuten Durchgesülze. Was gibt es für Möglichkeiten mit daran? Und zwar haben sie sich gedacht, pass mal auf, normalerweise ist man ja immer relativ fixiert auf einen Pledge mit den dazugehörigen Sachen. Anstatt sich das selber sozusagen sein Pledge zusammenzubauen, haben sie sich gesagt, gut, wir machen das auch, aber wir ermöglichen was anderes. Und zwar das erste Tier-Badge ist Brinefeed. Ihr kriegt einfach Access zum Store. Ihr könnt 1 Euro reinbuddern, also 1 Dollar reinbuddern und danach könnt ihr euch aussuchen, was und wie viel ihr wovon haben wollt. Sehr, sehr nice. Haben das Einzige, oh Gott. Ich glaube, da gab es am Anfang so ein bisschen Verwirrung drum. Da wurden direkt die Tiers gezeigt, die größeren, also diese Bundles. Mhm. Und selbst ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass man sich das so selber zusammenbaut und einfach so schon vernünftige Bundles sich aussucht und damit dann das kauft. Aber wenn man das dann verstanden hat, ich glaube, das haben sie dann auch nachgeschoben, dann wird es nochmal offensichtlicher, wie man das eigentlich angehen soll. Und notfalls, dafür habt ihr dieses Video. Das genau, dafür sind wir da. Um nicht unsere Fehler nochmal zu machen. Ah, wir machen auch noch genug. Bitte, hau rein, Mietersehen. Mietersehen ist das gleiche, nur für Händler. Also falls ihr einen Händler zuschaut und denkt sich, ah, ist vielleicht doch nicht so schlecht. Auf jeden Fall diesen 1-Euro-Tier machen. Becken mit 1 Euro und dann hat man halt noch längere Zeit Zugriff auf diesen Pledge Manager und kann, glaube ich, selbst Monate nachdem die Kampagne abgeschlossen ist, noch Sachen bestellen. Und ich glaube auch sogar noch günstiger als die normalen. Günstiger sowieso, ah ja, das ist ganz wichtig, günstiger und man will ja auch mit Gewinn das an seine Kunden verkaufen.
Und was auch sehr, sehr wichtig ist, dass das Organized Play da ein bisschen mit reinspielt, weil wenn Kingswood eure Adresse schon mal hat, können sie euch am Anfang viel, viel besser mit Organized Play supporten, als wenn er später über einen Distributor läuft. Also das werden sie machen, das war Warlord damals auch immer. Also man hatte damals tatsächlich, wenn du da relativ, an der Anfangszeit war das nichts Ungewöhnliches, dass die Amis da auch einfach mal direkt bei ARG Hauptquartier anrufen konnten, ne, und sagen, hey, ich hab hier das. Bis damals, und das fand ich, war immer so eine Sache, die haben viel Wert drauf gelegt, dass sie die Shops und die Leute mit reinholen. Und hier ist es so, die wollen ja nicht nur die uns als Spieler haben, die sagen auch so, hey, wir wollen die Händler dabei haben. Weil Kickstarter ja häufig einfach die Händler umgeht. Und hier holen sie die halt bewusst nochmal rein, ne. Ich finde das schon eine schöne Sache, dass sie das einfach den Händlern ermöglichen, die dann sagen, okay, ich muss nicht über die Tür gehen oder so, sondern hier werde ich mit abgeholt. Genau, wir müssen vielleicht auch gleich nochmal über das Organized Play bzw. das Overlord-System reden, was da ganz, ganz wichtig ist. Genau, das ist aber für dieses Tier halt wichtig, dass man Zugriff auf dieses Overlord-System hat, weil es für die Community einfach unbeschreibbar gut ist. Also früher war es so, dass man mit einem Turnier immer einen Turnierorganizer gab, damals sogenannten Bounty Hunter. Ich habe zufällig noch so ein altes T-Shirt gerade davon an. Das waren dann Leute, die nach dem Turnier, also das Turnier organisiert haben und dann nachher ein Overlord hatten, mit dem man sein Turnierdeck gegen antreten konnte. Man hatte also bei diesem Turnier die Möglichkeit, mit einem Anti-Deck teilzunehmen. Man ist im Turnier nicht so weit hochgekommen, aber hatte dafür ein sehr, sehr gutes Anti-Deck gegen Overlord. Oder man ist mit also Turniersieger dann gegen den angelaufen und musste hoffen, dass der Overlord einen nicht überrennt. Weil Overlords schon sehr, sehr starke Decks waren. So, und wenn man den geschlagen hat, durfte man den behalten. Und mit diesem Overlord, gibt's schon richtig schön, ne? Konnte man nachher höhere Ebenen noch. Aber da gehen wir, glaube ich, nochmal ein bisschen ein, weil es gibt ein paar Bundles, die danach benannt sind. Können wir gar nicht eingehen. So, dann nehme ich mal das Squire-Bundle vor. Hier ist in dem Fall einfach alle 6 Starter. Wir haben eben gerade gesehen, dass wir die beiden Demo-Decks hatten, da waren die tatsächlich nicht als Fullbleed drin, sondern als gecut. Und das Besondere an den Startern ist einfach, dass die Warlords Fullbleed sind. Ihr habt komplett spielbare Decks. Ihr wollt in das Spiel rein, kauft euch so ein Ding. Ihr könnt das Ding auspacken und direkt ein spielbares Deck fertig mit einem W20 und einem Regelset plus ein Booster drin. Das heißt, das kauft euch das. Ja, ist natürlich teuer, wenn man das jetzt bedenkt. Es kostet $100. Aber ihr bekommt 6 fertige Decks, die ihr einfach spielen könnt, 6 Booster da drin. Und es ist Karten, es ist kein Brettspiel, was ihr durch die Gegend schleppt. Es ist Karten, das kriegt ihr hin. Und da finde ich schon okay. Für $100 6 Stück ist in der heutigen Zeit echt okay. Also für $100 hat man schon viel Spielwert, ne? Kann man schon sagen, mit 6 Decks. Das Warlord Bundle. Das Warlord Bundle besteht aus einem Starter Bundle, was wir gerade oben gesehen haben, mit 6 Decks. Einer Boosterbox aus 24 Boosterpacks und die Box of Greed. Die Karten haben wir eben kurz erklärt, was da so drin ist. Alles 3 zusammen für schlanke $300. Ist günstiger, als wenn man alles aneinander zusammen kauft. Ich glaube, $30 günstiger, wenn man das als Bundle nimmt. Genau. Ach, steht, also wenn man 360, steht hier sogar. Entschuldigung. Wenn man von allen Welten mal probieren will, neues Spiel, Booster öffnen oder draften und dann noch die alten Karten, ist man hier gut aufgehoben, würde ich sagen. Auch die kann es wirklich. So, jetzt gehen wir mal eine Nummer höher. Jetzt gehen wir in das Overlord-Bundle. Wir haben nicht nur das, also wir hauen jetzt noch mal einen drauf. Wir haben nicht nur das Starter-Bundle, wir haben die Box of Greed, wir haben Boosterbox. Jetzt geht's noch weiter. Jetzt gibt's Fraktionswürfel in einem wunderschönen kleinen Beutel mit Warlord draufstehend. Es gibt Dragon Shield Sleeves, also extra welche dafür, da kommen wir auch noch hin. Und eine Spielmatte eurer Wahl mit einem Logo. Schon ganz nice. Also gerade weil die Artworks bei Warlord nice sind, sind Spielmatten echt hübsch. Aber auch einen ganzen Satz von. Ich muss jetzt schon so als Consumer so ein bisschen denken, okay, so jetzt sind wir bei $160 mehr zum vorherigen, 300. Für eine Matte, Würfel und was war es, Sleeves? Mhm. Ich würde da jetzt schon meinen Kickstarter anders zusammenbauen, würde ich sagen. Das ist ja eine persönliche Entscheidung. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die einfach sagen, also klar, aber manche wollen ja auch irgendwie die meisten Spiele aus dem Geld haben. Wenn man gegen die Matten und so haben will, dann ist das, glaube ich, immer noch eine gute Sache. Aber ja. Kann man
kann man sich ja selber gestalten. Genau. Und das, wie ihr seht, ist dieses Overlord-Bundle, was wir nennen, das war das, was ich eben gerade erklärt habe. Dieser Overlord war dieser typische Turnier-Boss, den man nachher noch besiegen konnte. Und mit diesem Overlord, habe ich gesagt, kann man, wenn man den besiegt hat, eine höhere Ebene angreifen. Nun ja, diese höhere Ebene, das tue ich jetzt gerne erklären. Die sind übrigens out, die gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr Dragonlord und darunter Medusenlord, die sind nicht mehr, die waren nach ein paar Minuten weg. Ja, dann gibt es das Dragonlord-Tier. Also wir haben ja kurz über die Overlords gesprochen, die man dann lokal besiegt. Wenn man dann auf größere Events gefahren ist, wo dann größere Turniere stattgefunden haben, gab es dann die Dragonlord-Challenge. Das waren dann schon sehr ausgekorene Leute, die diese Dragonlord-Challenges gemacht haben auf diesen Events. Und was dann halt schon ziemlich unfaire Erfahrung war, meiner Meinung nach, weil die halt mit zwei Drachen direkt gestartet haben und die Drachen alleine sind schon stärker als dein Warlord selber. Es war schon ein ziemlich knackiges Puzzle, die zu besiegen. Und ich bin auch viele Male dran gescheitert, selbst mit Decks, die gut dagegen waren. Aber ist schon, glaube ich, auch ein ziemlich cooles Gefühl, wenn man so einen Dragonlord dann auch besiegt. Also ein Overlord ist schon cool zu besiegen und dann ein Dragonlord ist Nonplusultra. In diesem Tier ist es dann halt so, dass man noch zusätzlich 4 Drucksheets bekommen hat mit Karten aus dem neuen Set und ein zufälliges Original-Artwork. Zur Info, so ein Dragonlord konnte man damals übrigens mit einem fertig Anti-Deck gegenbauen. War trotzdem. Ja, es war trotzdem ziemlich hart. Also, es ist wirklich nicht leicht. Selbst als erfahrener Spieler würde ich sagen, es ist nicht so leicht. Und jetzt zum Pledge, dass es nur einmal gab und das erste war, was direkt weg war. Es gab, glaube ich, sogar 2, habe ich gelesen. Echt, 2? Ja, ich glaube, es gab sogar 2. Also wurde drüber gesprochen. Ja. Aber das Medusenlord. Ja, du bist ja. Kein Problem. Fangen wir. Nachdem ihr einen Overlord, der schon schwer zu besiegen war, besiegt habt und dann auch noch den guten Ritt genommen habt, um einen Drachenlord zu besiegen, könnt ihr mit diesem Drachenlord hingehen und das Unmögliche wagen. Ein Medusenlord angreifen. Das sind die stärksten. Euer Warlord ist Level 5. Ein Medusenlord ist Level 12 bis 15. Der ist einfach so groß. Und die zu schlagen ist eine 1%ige ist vielleicht jetzt etwas niedrig gegriffen, aber man kann Anti-Deck gegenbauen, aber die Chance, dass das klappt, ist schon teuer. Jeder Versuch kostet euch einen Drachenlord. Es sind ein paar Medusen gefallen in der Geschichte, aber viele, viele Tries bei vielen Medusen, die einfach die euch da in der ersten Runde weggefragt haben. Aber also, es besteht die Chance. Und es haben wir geschafft. Sind auch einmalig, ja. Und ihre Ausrüstung, also gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Und wer ihn besiegt, ist quasi dann der Medusenlord Slayer. Und früher konnte man sogar eine Geschichte noch weiter schreiben, wie er gestorben ist und wie die Geschichte weiterging, ja, cool. Portlands. Das war das Schöne am Storyboard. Nun gut, aber dazu jetzt mal gerade zurück. Hier das Besondere am Medusenlord Bundle ist nicht nur der Starter Bundle Box, was ihr alle schon hattet. Ihr habt all das Grund, warum das Medusenbundle ist. Ihr kriegt ein fucking Medusenlord. Hier dürft ein Medusenlord Design. Gratulation. Hier ist euer Medusenlord. 10.000 Dollar. Einer hat's gekauft. Und dann musst du Challenges machen, verlierst du. Ja, das ist auch dumm. 10.000 Dollar ausgeben. Egal. Jetzt nur kurz nochmal den Bogen einmal zum Overlord-System zu machen. Genau, deswegen ist es halt so wichtig, diesen Pledge-Manager in dem Meet at Sin Pledge zu machen als Store, dass man halt dann diese Overlord-Decks schnell bekommt. Ja. Und diese und Challenges machen für die Spieler. Kann. Was halt richtig viel Spaß macht und das ist halt wie PvE. Wenn man kennt ja PvE, Player vs. Environment, gab früher diese WoW-Decks oder in anderen Spielen, sowas wie Gloomhaven oder so. Es ist halt dasselbe, ein bisschen nur in Kartenspielen und es macht wirklich Spaß, richtig cool. Kann ich auch noch fehlen. Es ist also wirklich schöne Erfahrung. Es ist immer was Besonderes, so einen Overlord besiegt zu haben. Und man war aber auf dem Turnier dann immer so, ah fuck, okay. Komm mit Anti-Deck, ich will diesen Overlord unbedingt haben. Dann bist du da hingekommen und dann hast halt das Turnier auf die Fresse gekriegt, aber jetzt ist mein Zeitpunkt. Jetzt schlage ich den Overlord. Das war schon ganz nice. Gut, jetzt gibt es bei Kickstarter, wie die einen oder anderen kennen oder von anderen Crowdfunding-Plattformen, Ziele. Und zwar Ziele, wenn etwas erreicht wurde. Das haben sie hier auch gemacht und die schauen wir uns einmal an. Und zwar haben wir hier gesehen Stretch Goals. Every Unlocked Adds Treasure Box of Greed. Genauso Every Topper kriegt was. Also jeder. Also die roten Box of Greed, die blauen genau. in Box Topper in den Displays. Danke, habe ich einfach beschissen ausgedrückt, ja, genau. Also ne, every Unlock, also jeder Unlock in Rot kippt in die Box of Greed, jeder blauer kommt auf die Box Topper. In dem Sinne, fangen wir mit dem ersten an, das waren die 50.000 Dollar, das ist Huggins. Ein kleiner Free Kingdom Bear, ihr seht,
ganz niedlich, eigentlich nichts Besonderes, hat aber ein schönes Artwork bekommen. Und Fullbleed wird also sehr selten sein, weil es den, und das sieht man hier am Symbol-Promo, nur hier geben wird. Den wird es nirgendwo anders geben. Ich kann mir vorstellen, dass diese Promos nachher wahrscheinlich mit die teuersten Karten werden, also gerade für Sammler, weil du die nirgendwo anders kriegst. Genau, also ihn gibt es nochmal mit dem an, nicht in Full Art, glaube ich. Nee. Gibt es normal im Set, aber sonst halt nicht. Nur dieses schöne Artwork gibt es dann halt so. Möchtest du ein Box of Greed machen? Ja, genau. Diese vier Figuren sind Items, die es damals in Starter-Sets gab. Und durch diesen Unlock ist jeder einmal vertreten in der Box of Greed. Und das sind ziemlich gute Karten, zum Teil, zwei auf jeden Fall. Und finde ich gut, dass die da drin gibt. Ja. Einmal A, weil sie schwerer zu bekommen sind, B, für die Ancient Decks häufig gebraucht werden und es zusätzlich Charaktere als Item sind. Unsinnig. Gut, weiter geht's. Das nächste Ziel waren die 150.000, diesmal Boxstopper, und zwar eine Karte, die es davor noch nicht gab. Another Tavern Brawl. Level 1 Action. Einfach für lau. Ja, ich, du und ich aufs Maul. Das ist diese Karte. Ist einfach funny. Es ist so ein, ja, dieser ganze Barfight-Theme ist eh ganz sehr schön, ne? Es gibt es gibt ja mehrere Karten, die das anspielen. Hier ist einfach wunderschön. So, hey, du und ich, du haust mir erst eine Fresse und danach hau ich dich. Einfach als Order. Funny. Funny ist sagt. Coole Karte. Ja. Ja, wieder Box of Greed. Freischaltungen wurden durch 200.000 geschafft. Durga ist, glaube ich, ein Reprint von der Errata. Irgendwas hat Josh darüber gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Die war wohl immer anders. Ich glaube, die konnte von jedem Discard entfernen. Ich glaube auch, dass sie von jedem... Wir könnten einmal gerade nachschauen. Gib mir grad. Durga... Counter-Attack oder Sneak-Attack? Wo kam er aus? Oh, der ist kein mehr. Once per turn, remove a character in another player's discard pile from the game, perform in Melee Strike. Remove a character in another player's discard from the game, plus zero. Davor hatte sie einfach, davor hatte sie einen plus 2er gehauen und mit City of Gold hat sie einen plus 0er gemacht. Ah, okay, ja, verstehe. Ja. Also Buffs dann zwei weniger. Ja. Taleb Al-Zir. Sie haut wieder mit plus 2 anstatt plus 0. Genau, genau. Dann Taleb Al-Zir ist einer von den wenigen Rogue Divinian Warlords. Ist, glaube ich, auch einmal Co-Sieger geworden. Ziemlich starker Warlord, würde ich sagen. Ziemlich gut. Sir Robert auf Endover ist, glaube ich, eine Errata-Reprint-Waller. Ja, der war am Anfang so bescheuert, dass sie den umgeregelt haben. Soll es in Zukunft nicht mehr geben, Errata, wenn sie zu gut ist oder so, wird sie halt einfach gebannt, was eigentlich auch richtig ist. General Lund ist einfach so ein Reprint von einem ziemlich ikonischen und coolen Warlord, meiner Meinung nach. Er hat ein paar Stories, ja. Ich finde ihn einfach, ist einer der coolsten Warlord auch sowieso im Spiel. Ist auch sehr fun to play. Ja, ja, es macht auch wirklich Spaß, glaube ich. Und Shane Alder ist auch eine Ratter, war, als er rausgekommen ist, einfach völlig krank. Unglaublich, ich glaube, der stärkste Level 1 im Spiel gewesen. Mit Lila, ja. Mit Lila, stimmt, Lila ist, glaube ich, noch, genau, ist schlimmer gewesen. Aber er ist schon kurz danach. Chido und Uska war noch mehr Bastard, aber er ist. Aber wichtig, es steht Reserved jetzt drauf. Ah ja, genau. Ach, dass man nur noch einen spielen darf. Ist das vorher nicht so gewesen? Ich glaube nicht. Der war nie Epic. Haben sie den nicht umgeändert? Ist jetzt demnächst Reserved. Oh, das ist neu, ne? Ja, also sie nehmen die Ancient-Sachen mehr drauf. Bin ja mal gespannt. So, das nächste. Das 300.000 Goal. Und zwar ist das, ich hatte das Glück, letztes Jahr auf der GenCon 23 die Demo-Decks mit anspielen zu können. Das ist ein Starter, ein Level 1er, der eigentlich nur 3 Angriff hat und 9 Verteidigung, was nichts Besonderes ist, und ein Hitpoint. Null Skill, der kann gar nichts. Er kann aber was, wenn er stirbt. Und zwar, wenn er stirbt, gibt es einen React auf den Tod, dass alle neben ihm liegenden Corpse Crown plus 3 ATK und ein Hitpoint permanently bekommen. Das heißt, haut dir den in der Mitte, haben die da 2 nebenan, plötzlich 2 Hitpoints und plus 6 Angriff. Busted! Oh. Sorry. Aber ein nices, also, Artwork. Ich habe Voodoo dazu angeschrieben, ich so, seid ihr sicher, dass ihr den bringen wollt? Und er hat mir nur irgendwas gesagt von irgendeiner Zahl von, ich glaube, 65 oder 69. Was das bedeutet, kann sich jetzt jeder selber überlegen, aber... Also, wirst du wahrscheinlich in Ancient sehr häufig wiederholen können. Also Ancient könnte ja wehtun. Es ist dato der beste Elf-Starter im Spiel.
Also ein Engine wird ja auf jeden Fall, der glaubt nicht, dass der wird direkt errattert oder gebannt werden. Alter, die haben sie ja schon errattert, ne? Die haben sie schon genervt. Vorher war es Undeads neben ihnen und jetzt gibt er nur noch Corpse Crow. Sich selber, Undeads wäre einfach, das wäre nicht möglich. Aber der ist trotzdem immer noch gestört gut, also wirklich. Dann passend für dich wieder. Ja, mein Brainwater Croc, ein richtig cooler Charakter aus den Demo-Decks, die sie zu 5e gemacht haben. Ist ein Mercenary Level 3, kann man also in jedem Deck spielen. Mercenary ist die Fraktion, die man überall spielen darf, egal welchen Warlord man hat. Sonst gibt es da gewisse Nachteile, wenn man Out-of-Faction-Sachen spielt. Auf jeden Fall ist das ein Krokodil, was man nach vorne schmeißt damit und dann quasi seine Zutex, das sind so Echsenkrieger, zusätzliche Angriffe gibt, die dann Gegner spenden, was richtig gut und auch richtig stark ist. Das ist ein richtig guter Charakter. Das Zutex-Demo-Deck fand ich auch sehr nice auf Dings. Gut. Dann Box of Greed. Die 400.000 sind auch unlocked. Venom Vimes, eine Must-Have-Karte für Necromancer. Gerade einen sehr spezifisch starken The Nemesis, der einfach so ein Level 1er tötet, kann man sich zwei Karten wiederholen. Es ist eine wirklich sehr, sehr gute, auch sehr spezifische Karte. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heavy Charger, ein okay Item für Fighter, ein Steed, das den Hitpoints gibt. Slow March, sehr gut für Kavallerie, sehr gut für hohe Fighter-Sachen, dass man nach vorne holen kann. Typhara, ein super Support-Charakter für Elfen, Cut direkt eine Order-Funktion, 2 HP, 13 SC, vollkommen okay. Journal Entry, finde ich einmal noch eine total unterschätzte Karte von vielen Leuten. Ich persönlich finde sie sehr gut. Wir haben die ja abused ohne Ende, ne? Ja, also, finde ich immer noch super stark. Also, das ist eine unserer Favorite-Karten, glaube ich. Einfach eine Karte, also das Ding equipen und eine Karte suchen, was man spielen kann für eine Spend-Order, ist mega nice. Ja, also man kann sich einfach damit, also, so bloß es jetzt klingt, so ich Meet at the End ist eine Level 1 Classless-Karte, die kann jeder spielen. Oh, ich habe meine letzte Karte ist ein Journal Entry, okay, ich equippe sie, suche mir Meet und dann spiele ich das Meet, so. Ne? Ich glaube, warum viele Journal Entry nicht spielen, ist das Skill-Ceiling dieser Karte, also wenn man ein ziemlich guter Spieler ist, kann man extrem viel damit machen. Das ist nur, manchmal ein kleines Hindernis für einen selber, sie zu spielen. War damals eine Promo, glaube ich, die wäre etwas schwerer zu kriegen, da ist das schön, dass du mir mit da. Genau. Oh ja, kannst du gleich die Chibi Arts erklären. Ah, okay, kommen wir zu den Chibi Arts. Die Chibi Arts sind, also keine Angst, die Karten werden nicht in der Zukunft alle so aussehen. Das sind eine Handvoll Warlords, die es, glaube ich, damals als Preis auf ein Turnier in Amerika geben sollte. Aber dieses Event hat nie stattgefunden und dann wurde auch Geld für die Artworks bezahlt, ich glaube von Woodrow selber. Und es war halt irgendwie so ein Wortspiel und dann wollten sie da diese Chibi-Warlords rausbringen. Hat leider nie geklappt und jetzt ist so ein bisschen als Dankeschön aus der für die Community, dass man die zurückbringt. Das waren jetzt Social Stretch Goals, das war jetzt für, was ich... 100 Kickstarter irgendwas, ja. Ich glaube 100 Brinefields vielleicht, keine Ahnung. Genau, 100 Brinefields war es, glaube ich. Genau, und zusätzlich wurde nochmal eine externe Karte für die Box of Greed freigeschaltet. In dem Fall Spencer, ziemlich guter für Kingdoms Level 1 Charakter, der halt einfach zweimal angreifen darf, was halt ziemlich selten für Level 1 Charaktere ist. Auf die Chibi komme ich gleich nochmal zurück. Hier in FAQ gibt es noch ein paar kleine Updates dazu. Das nächste. Und ihr seht, hier ist ja noch was gelockt. Da kommen wir gleich. Taos, ein Nosrock Wizard, der einfach mehr schießt als die anderen. Und zwar ist ein sehr, sehr alter Warlord, auch ein sehr ikonischer. Hier nochmal Chibi-Art, den ich persönlich sehr, sehr nice finde von Taos. Immer noch besser als das Original-Artwork, das einfach, also auch wenn es von einem wunderschönen Künstler ist, aber das... Du kannst ja mal aufmachen. Das Original-Taos-Artwork, okay, ich finde das Remake besser. Ist das von Lin Hunter auch das erste? Assassin's Strike war das erste oder Black Knight? Lin Hunter, ja. Lin Hunter, genau. Also, ne, es ist so, Black Knight also, gab es nochmal wieder. Ich fand aber das Epic Edition schon nice. Fand ich ein bisschen nicer. Ja, ich mag halt diesen alten Style. Also Lin Hunter ist halt sehr... Lin Hunter ist super. Aber und so wie sie Charaktere gezeichnet hat, ist schon... Genau, cool. Also man sieht sofort. Aber damals sieht es Schamane, eine Klasse, die leider sehr unterschätzt ist. Ich hoffe, dass sie ein bisschen was dafür auch bringen werden. Jetzt hatte ich drum gebeten. Ja. Mal schauen, ob es passiert. Auf jeden Fall sehr süßer Chibi-Style. Sie boostet ein bisschen die Rainstrikes und die Sea-Checks, die sie macht. Also ist ein sehr aggressiver. Passt sehr gut zum Scene. Gelockt ist noch Heaven's Wrath. Eine Wizard-Shooty-Shoot
wenn die Spend Order. Mal schauen, ich glaube, die werden wir noch hinkriegen. Bin gespannt, was passieren wird. Ich glaube, wir werden noch mehrere haben. Ich kann mir vorstellen, dass das bis 600.000, 700.000 hochgeht, weil. Meinst du, am Ende wird noch reingeballert? Kickstarters funktionieren immer so, dass am Anfang viel ist, in der Mitte passiert nichts und am Ende verdoppelt sich das dann meistens nochmal. Schauen wir mal. Was passiert ist. Ja, hier gab es Taos freigeschaltet für 100 Brine Fiends. Gut. Ja, dann gibt's Sir Juan Deschamps Shibby. Ja. Ist, glaube ich, so der ikonischste Bad Paladin in dieser Welt. Gibt es dunkle Paladine. Und hat eins der coolsten Artworks, glaube ich, im Spiel mit. Und seine ganzen Items sind auch irgendwie alle ultra cool. Also oh, dieser Typ ist einfach Artwork durch und durch. Kann ich mal gerade erwähnen, das ist eine gute Idee. Durch und durch cool, der Typ. Gab's auch einen Pappaufsteller von R-A-W-N. Ja, ich habe nur hier gerade falsch getippt. R-H-S-O-N. Da. Ja. Das Artwork ist mega nice, ja. Ja, mit seinem Nothkrüger. Nothkrüger und seinem Black Sun Shield und. Stormbrand müsste hier eigentlich, glaube ich, auch noch sein. Und sein Schwert und dann seine Rüstung. Also, er war schon ein ultra cooler Typ. Ja, und daneben Wyvern Steed, mein Lieblingsfighter Steed. Weil das eins der wenigen Fighter Steeds ist, mit dem man nach hinten gehen kann. Das stimmt. Und ich glaube, es gibt noch Riding plus 5, ne? Und es gibt Riding, glaube ich. Es ist einfach eins der besten Steeds. Super Steed. Ist auf jeden Fall ein sehr solider. Ich liebe es. Das ist ein gutes Steed. Ich hoffe, dass es auch wiederkommt. Gab es dann für 1000 Facebook-Likes. Das war, glaube ich, schwierig, Facebook nochmal zu aktivieren. Ja, ein nächstes, was gelockt ist, ist der nächste Boxstopper, ist ein Myrdes Meer. Das ist eine neue Karte. Zumindest ist es mir gerade sonst nicht so bekannt. Ja, das ist eine neue. Genau. Du spendest das, gehst nach vorne einen Rang, also nur nach vorne, nicht nach hinten. Sonst wird Journey da stehen. Und es hat eine zusätzliche Order. Ich spende das und performe einen +3-Strike, der nur einen Low-Level-Charakter angreift. Also ein Steed, wenn ich vorne bin und nicht mehr brauche, weil ich ja schon vorne bin, kann ich nächste Runde was spenden und greife an. Mega gut. Level 6. Pretty good. Level 6. Gut. Richtig, ja, gut. Richtig gutes Lied. Wird auf jeden Fall gespielt werden, glaube ich. Ja. Ja, ich bin mir dran. Fasold. Ich glaube, einer der geliebtesten Charaktere in dem Spiel ist. Er hat seine Vorliebe, ja. Ist ein riesiger weißer Riese, der, wenn er zuschlägt, die Charaktere durch seine Windstöße wieder nach hinten schiebt. Ich glaube, er war nie richtig gut, aber er war cool halt. Ne? Auch 5 Leben, ich glaube, das ist einer der wenigen 5 Leben Warlords. Ist, glaube ich, der Einzige. Ja, und Mastaka ist eine ziemlich gute Fighter-React, die Wunden nach Schlägen auf Anliegende macht. Ziemlich gut. Ist auch eine Treasure-Chest-Karte wieder, an die man schwer rangekommen ist. Und sie bringen jetzt diese ganzen Treasure-Chest-Karten auch alle wieder. Und ich glaube, da haben wir noch eins. Guck mal, wo gerade da. Langsam nähern wir uns den nächsten Search geht. Fate Roven. Hier sehen wir jetzt das erste Mal 3 Klassen auf einmal. Wir fangen nicht gleich mit der Doppelklasse an, wir fangen mit der Triffelklasse. Es gab damals eine Zeit, bei der man sehr skeptisch war, einen Warlord 2 Klassen zu geben. Dann haben die den hart limitiert. Und dann haben sie festgestellt, ah, fuck it. Und dann haben sie Fate Roven rausgebracht. Einfach alle 3 Klassen ist mit Level 3, mit Level 4. Normalerweise müsste er Level 3 sein. Ja, also am Anfang haben sie Doppelklassen gemacht und ein Level weniger und dann shitty Fähigkeiten und das war halt einfach schlecht. Und irgendwann haben sie es gelernt, ja, es scheinbar macht keinen Unterschied. Also er ist ein Elf, er hat 3 Klassen, er ist untot, er ist ein Necromancer, er ist 8 und er ist Planar und er hat eine nette Order. Wird für viele Dinge benutzt, man kann viele verschiedene Arten von Decks mit ihm spielen, ist ein sehr guter Warlord, finde ich eigentlich auch ganz cool. Und als Box of Greed ein Teil war es, ein Level 1 Elf, ist okay, wenn der im Friedhof ist, haben alle gegnerische Charaktere -2 Skill. Kann man für gewisse Theme-Decks bauen. Nice to have. Ich weiß damals noch, als Fate rausgekommen ist, wir alle gedacht haben, so, wow, what? Also so 4 Klassen, 3 Klassen war schon, mit Level 4 war schon insane shit. Ja, war schon verrückt. Wenn sie davor Norn halt einfach so useless gemacht haben, oh, du bist 2 Klassen, ein Level 4 und noch minus ein Level für, man weiß ja nie, weißt du? Ja, und dann ihn, Stormfist Gargoyle. Stormfist Gargoyle ist einer der wenigen guten Fighter-Warlords bei den Zwergen. Ziemlich stark und nervt auf jeden Fall auch dagegen zu spielen, glaube ich. Ist auch ein ziemlich einfach einstiegsfreundlicher Warlord, weil er ziemlich schnell und ziemlich easy funktioniert, ohne dass man jetzt groß
schon lange gespielt haben muss und auch schnell gute Ergebnisse mit erzielt. Und ja, Box of Greed, weiß man noch nicht, was dann kommt. Hier steht auch, New Goals Revealed, a Stretch Goal Amid. So, dann schauen wir nochmal durch, dass wir uns hier einmal anschauen, was es nochmal gab. Sind auch genau, mehr das sind jetzt diese, das sind jetzt die Brine Fiend Optionen. Wenn man sich selber was zusammenstellt, genau, sieht man nochmal, was es alles gibt, was man dann sich aussuchen kann. Und das ist auch wichtig, außer jetzt hier die, obwohl die Matten kannst du, glaube ich, nee, doch, die kannst du ja auch holen. Ja, genau. Die kannst du ja holen, die sind aber Kickstarter exclusive, ja, also Box genau. Of Greed und die Matten gibt es nur im Kickstarter. Und ihr seht, hier sind die ganzen Artworks nochmal drauf. Ja, die Sleeves. So, für die Retailers. A Friend in the Inn. A Friend of the Inn. Das hat dann einmal. Genau, das war dieses Meet at the Inn hier, was ich vorhin gesagt habe, dass man da länger auf die Sachen noch zugreifen kann. Bis Mitte Juli steht hier. Bis Mitte Juli sogar. Und Discount Pricing on all products. Egal. Und Free Shipping über 500 Euro. Das ist ziemlich gut. Genau. Also ist schon ziemlich nice. Da haben sie schon was rausgehauen. Genau. Ja, Shipping und Fees. Jetzt sagt ihr ja, wir machen ein Video auf Deutsch. Was kostet mich denn der Spaß? Naja, Leute, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben. Ich habe schon ein paar Trades mit Amis gemacht. Immer Deutsch, DHL und Post ist teurer. Aber ihr seht das hier selber. Ein Squire, ein Warlord, ein Overlord. Bundle, wenn ihr das bestellt. Das also, ihr zahlt ihr erstmal Kickstarter und dann kommt ja nochmal die Lieferkosten dafür. In dem Fall sind das hier auch reduzierte Lieferkosten für das, was ihr da bekommt. Ne? Schon ich glaube, nice. Steuern kommen, glaube ich, auch nochmal drauf. Das weiß ich nicht. Watt wird, also in Amerika ist das, glaube ich, Watt, VAT. Da bin ich. Aber ich bin da auch nicht ganz drin. Aber da kann nochmal ein extra Fee sein. Oh, Shipping Partner sieht man ja hier. Hingekriegt. So. Limit. Gehen wir mal, wichtig für alle nochmal, die dazukommen, es gibt eine FAQ. Diesen FAQ werden die häufig gestellten Fragen nochmal eingegangen. So, also, I have an old bunch of cards from back in the day. Will this new edition works with those cards? Ich habe noch viele Karten von damals, werden sie gehen? Natürlich werden sie gehen. Wenn sie in die gleichen Karten in der neuen Edition drin sind, könnt ihr ohne Probleme. Ne? Oder wenn ihr halt Endgame spielen wollt, ne? Dann. So, ich finde, how many cards are in the set? How many are reprints? Ich finde, das ist nochmal eine wichtige Info. Das Base-Set besteht aus 340 Karten. Ein Drittel davon sind Reprints. Das heißt, Leute, die noch Karten haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie einige Karten davon benutzen. Zwei Drittel sind neu. So. Box of Greed-Karten. Legacy Extended Art. Dragon-Guild. Taylor, das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, ne? Mit dem Meet at the Inn Badge hat Jens ja immer schon wunderbar erklärt. Ist auf jeden Fall wichtig. Jeder, der irgendwie einen Laden hat oder so ein Interesse daran hat oder vielleicht selber mal ein Spieler war und jetzt einen Laden hat, ihr seid damit bestens bedient. Euch eine Community aufzubauen. Und das ist auch etwas, was ALG damals sehr gut gemacht hat und ich auch hier bei Kingswood habe. Da sie ja selber damals Spieler waren, die wissen, wie man das mit dem Support und den Spielern macht. Das heißt, die werden die Läden dann nicht hängen lassen. Die werden die wahrscheinlich relativ gut mit Promos zu kriegen, um die Leute zu animieren. Da mache ich mir wirklich Read nochmal. Ich habe irgendwo was mit Chibi gesehen, das wollte ich nämlich nochmal eingehen. Los. Chibi noch? Auf jeden Fall FAQ lesen, da steht nochmal drin. Wir können technisch nochmal, komm, wir nehmen jetzt, wir haben es jetzt eine Stunde 18, komm, wir haben noch 12 Minuten, wir gehen die Updates nochmal durch. Wichtig, Leute, denkt dran zu pledgen, ihr habt noch 8 Tage Zeit, ihr geht einfach, wie gesagt, auf eure Kampagne und hier seht ihr ja an der Seite, habt ihr die Möglichkeit pledgen und zu sagen, ey, pass mal auf, ich will hier rein. Da, einen Beitrag verwalten. Ich habe ja schon, kann mir jetzt aussuchen, was ich will und kann die Sachen machen. So, Updates. Und zwar gab es jetzt immer nach und nach Updates, neue Karten, die wir bisher noch nicht gesehen haben, wo man dann reingehen konnte. Fangen wir mal gerade an. Du darfst direkt mit den anderen Freak Warlord anfangen. Ephrim Dawn Tweeder. Ist ein Paladin Level 5 mit gutem Angriff, guter Verteidigung, schlechten Skill und nur 3 Leben. Aber er ist ein Paladin und er sagt, solange ein Level 4 oder höher Paladin im ersten Rang liegt, kriegen alle Charaktere dort 2 Angriffe und 2 Verteidigungen und seine Order ist
extrem gut, die sagt, du musst einen Level 1 Three Kingdoms Charakter aus deinem Friedhof banishen, also in den Discard Pile stecken, und du darfst einen Charakter journeyen. Das heißt, nach vorne oder hinten bewegen. Mega gut. Was halt sagt, wenn man halt 24 Level 1 Charaktere spielt, neben seinem Warlord, hat man 24 Movements. Man kann sich halt die Steeds sparen und kann die ganze Zeit... 22, du hast zwei Level 2er dabei. Ah ja, stimmt, die 22 habe ich vergessen. Kannst du halt die ganze Zeit über die Map springen und kann halt verrückte Sachen machen. Und die Fähigkeit ist extrem gut. Das die halt obere ist auch gut, aber die untere ist schon wirklich gut. Und das man kann halt. Im Deck. Das printet deine Starting, dein Movement. Man kann ihn echt auf verschiedene Art und Weise spielen. Das ist ein richtig cooler Warlord, meiner Meinung nach. Finde ich richtig, ist richtig gut geworden. Artwork ist von Jason Engel. Auch ist auch mal ein bisschen was anderes, finde ich, von Jason. Ne? Naja. Sieht ein bisschen Magic-like aus, aber ist trotzdem cool. Ich finde es ganz nice, haben sie gut abgeholt. Das sieht schon gut aus, also kann man schon nicht sagen. Genau, das haben sie auf jeden Fall. Man sieht die Kommentare, weil die Leute sind halt auch richtig eingegangen über die Updates. Das war richtig nice. Jetzt muss ich gerade schauen. Da war nichts drin, glaube ich. Da sind die Artworks nochmal auf eingegangen. Genau, für die fand ich auch wichtig, dass sie dir einfach mal die Leute genommen haben. Die Artist da Spotlight. Ist was drin. Bei Lynn Hunter war was drin. Genau, Lynn Hunter, mein Favorite Warlord Artist. Oh ja. Und dort sieht man den neuen Warlord. Ah, ich weiß nicht, ob der Zwerg schon da drin ist. Ah ja, genau. Da war genau. Da ist, ich bin nicht sicher, ob es Electric oder Lightning ist. Eins von beiden Angriffen, sehr interessant. Jetzt haben wir noch einen anderen Zwergen-Warlord, einen Level 5 Wizard. Zwerge sind meist etwas bulkiger, viel Heilung, sehr passiv. Aber sie haben auch manchmal, wie halt sie sind sie gerne Schmieden, Bastler etc. Und haben hier so eine Funktion. Und zwar hat Otto zum Beispiel ein Level für Equipment-Items. Das heißt, der kann einfach mal im dritten Rang nicht Level 8, sondern Level 9 Item anlegen. Oder im Level 2, im zweiten Rang, wo so ein Wizard auch mal gerne hingeht, einfach mal Level 8 Items anlegen. Level 8 und 9 Items sind meistens sehr, sehr stark. Kann der, normalerweise muss man von Rang nach hinten gehen. Kann der einfach so anlegen. Bin gespannt, was für Items kommen. Kann den sehr interessant machen. Und eine Limited Order, die interessant ist. Equip a Trap Token to each of one of your characters on front rank. Also, was auch immer ein Trap-Token macht, weiß ich noch nicht. Ich bin sehr gespannt auf die Karten. Kann sein, dass dann Trap-Tokens für bezahlt werden müssen oder so. Kann auf jeden Fall interessant werden, was damit gespielt wird. Dass er die Ränge damit hält oder heilt. Ich bin gespannt. Und er hat halt 12 Skill, was machst. Ja. Sieht ziemlich gut aus. Also ja, auch das Artwork finde ich. Ja, also das ist auch eins der besten bisher finde ich. Ich das glaube, der Deverend. Transit, ne? Der kam im Nachhinein, der war noch nicht fertig, glaube ich. Den hatten wir, genau, den haben wir ja schon angeschaut. Oh ja. Die High Helen. Ja, ist ein Kantor-Kleriker. Ich glaube, es war auch einer von den Demo-Warlords. Ist eine von den Demo, ja. Genau, mit einer extrem starken Fähigkeit. Level 4 Divinian Charaktere einen Rang niedriger zu spielen. Was ziemlich gut ist. Das gab schon mal bei Sir Robert, der konnte das für alle, glaube ich, machen. Mhm. Oder nur für Fighter, aber dann jedes Level. Aber das ist wirklich eine ziemlich gute Fähigkeit, die viel Tempo macht und ziemlich stark ist. Der Limited React ist ein bisschen, ich sag mal, limitierter, wie da so steht. Ist dafür da, andere Divinian Charakter, also immer wenn du ein Spell machst, glaube ich, after Alien targets your other characters with a spell, also wenn du einen anderen Charakter von dir zum Beispiel jetzt buffst, kannst du einen anderen Non-Warlord-Charakter in der gegnerischen Armee oder im ersten Rang spenden. Ist natürlich, wenn da jetzt ein Front-Warlord liegt, nicht so effektiv, aber ansonsten ziemlich cooler Warlord auch. Die Fähigkeiten sind cool. Du nimmst den. Einfach Strikes mit raus. Du blockierst, um deine Leute schneller nach vorne zu kriegen. Haben sie auf jeden Fall. Da war auch nichts mehr. War auch ein nices Deck, war halt aber gegen den Freak und gegen den Elf. Der Elf war, glaube ich, auch unterschätzt, der war ziemlich gut. Im Nachhinein. Aber Freak, Elf und Merc waren schon ziemlich gut dabei. Ja. Retailer, Lord Barrow. Genau, das war der Merc, der Elf-Warlord. Der Elf-Warlord, genau. Der hatte ich tatsächlich einen der letzten Turniere gespielt gehabt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ist ein sehr, sehr starker Elf. War nicht so overbroken wie der Freak, den sie halt trotzdem nicht nochmal wieder aufgelegt haben. Den mussten sie halt wirklich nehmen. War insane. Plus 5 Angriff, 13 SC, nichts Besonderes. Scribe plus 5 ist nett. Er ist einfach ein Elf-Warlock. Was Warlock wird, keine Ahnung, ist für mich auch noch neu.
Bin sehr gespannt. Aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen Sachen, die diesen Charakter sehr dirty machen. Der wird also direkt von Anfang sehr strong werden, ich sehe das schon. React, nachdem er ein Spell gecastet hat, schießt er plus 0. Es gibt Spells, die sagen, hey, Performance plus 5 Range Strike. Oh cool, schießt plus 5 und nochmal plus 0. Der erste ist ein Spell, der zweite ist ein Standard Range Strike. Der erste würde Planar ignorieren, der zweite nicht. Und weil das noch nicht genug ist, hey cool, ich habe gerade ein plus 5 Spell geschmissen, ich habe aber keinen mehr, kann einmal pro Runde ein Level 1 oder 2 Wizard Spell von meinem Discard-Pile einfach nehmen und ihn verbannen, also banishen, und spielen nochmal. Als Kost dafür. Ja. Mega strong. Ist so ein bisschen Songinel Light, finde ich. Boah, das ist mehr als Light. Also du hast zwar keine 6. Handkarte, aber ist aber schon auch mit, strong. Ja doch, dem Spell aus dem Discard, ne? Ist der 6. Karte. Songinel also hat mehr mit schon, Items gearbeitet, aber ich finde, der ist schon sehr strong. Der ist schon wirklich gut, ja. Songinel war halt einfach nur Necro und Level und 4 Hitpoints. Das war das Schlimme. Hatte der 4? Songinel hat 4 Hitpoints, das ist so ach, unverschämt. Cool. Cool. Das ist einfach so unverschämt gewesen. Name this card. Oh ja, da kannst du ja, ich weiß gar nicht, es gibt noch keinen Namen dafür, aber da kannst du gerne mal drauf eingehen. Ja, das war ein Naming Contest für eine Action-Karte mit einem Warrior, der gerade einen Hai ins Gesicht schlägt und dabei Zähne rausfliegen. Ein unglaublich, unglaublich cooles Artwork. Es macht auch ist doch ist ein Artwork, was Spaß macht, finde ich, so ein bisschen, ja. Ne? Ja, die Aktion ist, you may spend this fighter und darfst dann einen plus 3 Midi-Strike machen. Wenn es trifft, darfst du das Ziel einen Rang nach hinten bewegen. Und wenn du dich vorher gespendet hast, darfst du sogar 2 Ränge nach hinten bewegen. Gute Karte. Mega nice Artwork. Also, ja, mega nice Artwork. 10 von 10. Und ist auch wieder so ein bisschen Barfight-Thema, ne? Also du haust drei. Also Level 3 Fighter, cool. Jeder Front, die freut sich. Du musst dich ja nicht mal spenden, einfach Order Perform plus 3 Rain Melee Strike. Ja. Nice, nehme ich. Richtig. Immer gut. Ja. Order Strikes sind immer auf Action sind gut. Weitere Laden, genau. Haben wir Chibi Adaremy. Ich glaube, da war nichts drin. Wurde nochmal auf den Chibi-Contest eingegangen. Chibi. Name this card. Ach, ich muss das wieder anklicken, ne? Das ist ja ärgerlich. Eine Kura haben wir vergessen. Wen haben wir? Komm mal hoch. Oh ja, oh ja. Den kannst du gerne machen. Ich habe ihn ja kennengelernt auf. Was ist er denn? Ich glaube, den haben sie nochmal. War der Zwerg? Ich glaube, die haben sie unten nochmal gepostet. Guck nochmal. Ja. Da hatte der irgendwie Probleme mit dem Kickstarter, glaube ich. Scroll mal runter. Portland. Ich habe den eben auch irgendwo gesehen. 9. Noch ein höher. Ah, hier ist er. Ah, das Foto nicht geladen. Ja, der gute Korak. Auch ein extrem cooler Warlord, aber auch relativ schwierig zu spielen, da würde ich sagen. Oh, ich glaube, mit Constructed Decks kommt es gut damit recht. Ist ein Krieger-Kleriker mit guter Verteidigung, viel Leben, ein bisschen wenig Skill. Hat das Guardian-Trade. Früher, ich glaube, in der ersten Fassung war er noch ein Paladin. Mhm. Hat die mehr, Alter. Und Repost plus 8, das sind Trades, da verstecken sich halt Abilities hinter diesen beiden Keywords. Und er sagt, du darfst das Defend Feed zweimal die Runde benutzen. Und es funktioniert so, als wenn er immer anliegend wäre. Defend muss man normalerweise in der Regel anliegend sein, neben dem Charakter, den man es machen will. Er darf das von überall machen. Was extrem gut ist, meiner Meinung nach. Zusätzlich hat er Repost. Er kann halt aus dem dritten Rang reposten. Was halt auch ungewöhnlich ist, weil normalerweise muss man erst angegriffen werden. Dann darf man mit Repost zurückschlagen. Und was es halt extrem mächtig macht, weil man muss immer aufpassen, womit man gerade angreift. Weil er sonst einfach kurzerhand dir einen guten Charakter einfach wegkloppen kann. Zusätzlich hat er dann auch eine Limited Order. Perform a Melee Strike. Perform a Strike. So, Order. Ach, genau. Und wenn du ein Target angreifst, was diese Runde schon mal einen Angriff gemacht hat, macht der Strike eine extra Runde. Also 2. Er hat sozusagen 2 Strikes, wenn er möchte. Aber er wird halt einfach darauf bauen und fusionieren. Eigentlich hat er 3, ne? Ja.
Defend mit Repost ein, ja, da sogar noch mehr, aber. Ja, Repost ein, sein Strike und dann den Order Strike. Also, man sieht so in der Regel, dass die meistens 3 bis 4 Wunden machen können, die Fighter. Und das ist bei ihm jetzt auch wieder der Fall, ne? Also, das Deck wird aufgebaut, dass du den hochdrückst und nach vorne schickst und einfach alles in dich rein defendest und dann zurückhaust. Das ist schon auch mega Artwork, by the way. Als Paladin wäre der so broken gewesen. Also, ich Paladin muss Boost sagen, Actions, ne? Die Kack-Zwerge haben alle gute Artwork gekriegt, ne? Also es ist echt. Bei uns sind die Zwerge so semi-gut. Wir mögen die nicht ganz so. Wir sind nicht die typischen Zwergenspieler, ja. Kack-Zwerge, ja. Aber ich finde das echt nice gemacht. Auch hier diese feine Umrandung für die Doppelklasse. Ja. Früher waren die nämlich classless und dann stand das, welche zwei Klassen. Oh, mich triggert das immer noch ein bisschen, dass da nicht dann eine 4 noch drin steht, ne? Ja, aber da kann ich nicht. Ich kann auch mit leben, aber ich finde es noch cooler, wenn da eine 4 noch drin wäre. Dann ist es für mich perfekt. Triggert mich so ein bisschen, dass da keine Führung ist. Also hier, habt ihr jetzt mitbekommen, ist relativ nice Sachen, die sie hier gemacht haben. Ich glaube, das war nur nochmal am Anfang, das Founded. Ah, der oh, ist oh, da haben wir noch. Ja, da. Sehr diskussionsfreudiger Warlord, ja. Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch einen weiteren letzten Warlord, und zwar den Mercenary Warlord Commander Redsoff oder Redsoff, wie auch immer das aussprechen wird. Er hat anscheinend 2 Holy-Angriffe plus 8 plus 0. Eine Sie, oh. Können ja auch Metaller sein, vielleicht lange Haare, wer weiß. 15 AC, Level 5 Fighter, gut 8 Skill, was für ein guter Fighter, echt 8 Skill, ist anständig, 3 Hitpoints. Jetzt aber das Komische, was ungewöhnlich ist: Your Dragons suffer no Loyal Penalty. Also deine Drachen haben keine Loyal Penalty. Normalerweise sind Drachen alle Mercenary gewesen, es gab auch Fraktionsdrachen, aber dieser Charakter sagt schon mal, ist egal welcher Drache du bist, du darfst einfach spielen. Oh, Spoiler, es wird also mehr als diese Standard-Mercenaries-Drachen. Was cool ist. Was wirklich nice ist. Aber jetzt kommt die interessante Sache, Limited Order, einmal pro Runde. Discarte eine Karte, du darfst einen gleich oder niedrigeren Level Drachen direkt nämlich ausspielen. Und die meisten waren, also es gab schon welche ab Level 3, 4, also für jede Level gibt es natürlich Drachen, aber die guten waren Level 5, 6, 7, 8 etc. hoch, ne? Das waren die richtig sicken. Die Drachen alleine waren schon stärker wie ein Warlord. Jetzt ist interessant, was mit diesem Warlord gebaut wird. Entweder A, sagst du, hey, es kommt so ein Medium-Drachen-Rush und er geht mir nach vorne und haut drauf, muss ich aber irgendwie selber schützen. Oder ich bin gespannt, was an Support-Karten kommt, ob man dem ein Level steigern kann und dann plötzlich gehst du in den zweiten Rang, er ist Level 7 und droppst einen Level 7-Drachen im zweiten Rang. Ich weiß nicht, ich bin sehr gespannt. Was meinst du, Jens? Also ich habe mir schon viele Gedanken gemacht. Also erst, du kannst ja nicht nur Drachen neben ihm ausspielen, ne? Du kannst ja halt auch andere Level 4 oder 5 Mercs neben dir ausspielen. Mhm. Also du bist schon incentivized, also du willst schon nach vorne gehen mit ihm, deswegen, oder ihr, musst du halt viele Steeds spielen, um dann nach vorne zu kommen. Steeds sind dann, wenn du zu viele drin hast, irgendwann tot, aber durch ihre Fähigkeit kann sie ja diese Steeds wiederverwerten. Aber sie ist halt ein bisschen squishy, ne? Mit 3 Leben, 15 Verteidigung. Aber ich glaube, sie ist schon so gedacht, dass sie ein bisschen nach vorne will. Also zumindest ein kleines bisschen. Ich meine, 8 Angriff lädt auch ein, anzugreifen, ne? Der zweite ist dafür ein Nuller, ja. Ja, was aber okay ist. Ein hoher sollte immer dabei sein, ja. Und den hat sie. Ja, sie ist Knight. Knight ist auch noch ein neues Trade. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, was man davon halten soll. Ich glaube, sie kann ziemlich gut sein. Man muss abwarten, was die Drachen machen. Ich, oder auch Support-Charaktere, ja. Die Mercs alleine reißen es, glaube ich, noch nicht. Die dabei sind, außer man hat so eine Rika O'Shea, die auch ziemlich gut ist. Droppen im zweiten Ready auch schon nice. Das schon. Oder im ersten, ne? Macht 4 Strikes, die eine Karte. Schon gut. Bin gespannt. Also, na, da sind ein paar Sachen dabei. So, und jetzt habt ihr sehr, sehr viel hier 90 Minuten lang von uns gehört. Wie ihr mitbekommt, wir sind sehr, sehr erfreut darauf, was da noch passiert. Das Ganze geht noch 8 Tage, liebe Leute, wenn ihr das Video rauskommt. Für euch die Möglichkeit, geht da rein. Ihr werdet es nicht bereuen. Klar kommt man da nachher noch ran, aber es gibt vieles Kickstarter-Exclusive, das nachher unheimlich schwer zu bekommen sein wird. Sei es die Toppers, sei es die Chibis, etc. Die alten Sachen und so weiter. Leute, geht da rein. Es lohnt sich. Jeder, der auch nur Interesse hat, ihr habt eine wunderbare Community, ihr habt ein sehr supportive Unternehmen, was da wirklich Herzblut reinsteckt. Das kann ich bei den Leuten sagen. Ich habe
auch das Glück gehabt, viele Jahre mit den Leuten jetzt zu spielen und sie auch persönlich kennenzulernen zu haben, Wodo und Josh. Plus die Community auch weltweit, die wirklich vertreten ist. Wir spielen ja monatlich immer noch Untap. Ihr habt dieses Spiel schon mal gesehen, ihr habt Bock drauf, ihr mögt. Ihr kennt das Spiel vielleicht noch nicht, aber ihr mögt D&D und habt da Bock auf ein Kartenspiel, da seid ihr bestens aufgehoben. Also geht da rein. Viele Verlinkungen nachher auch wie Warlock gespielt, werdet ihr unten in der Beschreibung finden. Und damit verabschiede ich mich und ich werde das letzte Wort meinen Co-Kommentator geben. Nochmal Dankeschön fürs Mitkommen und das letzte Wort gehört dir. Ja, gerne, es war mir ein Vergnügen. Ich kann auch nur das wiederholen, was der gute Sebastian gesagt hat. Schaut rein, guckt es euch an, probiert es aus und wenn es erstmal nur Starterdecks sind, spielt es mal am Küchentisch und schaut, ob es euch gefällt oder drückt die Demo-Decks aus. Es macht wirklich Spaß. Es ist ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Gerade durch das Würfeln, man muss halt ziemlich viel würfeln. Es ist immer wieder eine coole Erfahrung. Es gibt kein Spiel. Ich habe schon einige TCGs gespielt, was mir so viele erinnerungswürdige Momente bereitet hat wie Warlord. Ne? Yeah. Also durch diese Würfergebnisse kommt es echt immer zu coolen oder interessanten Situationen auf Turnieren oder selbst lokal. Das Overlord-System ist auch grandios. PvE schon direkt im Organized Play eingebaut. Und backt es und wenn es nur ein Euro ist und ihr wollt es euch noch überlegen, macht es einfach. Ist wirklich eine gute Sache. Und ja, schaut es euch an. Damit bedanke ich mich herzlich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mal schauen, was es sein wird. Wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass ich auf jeden Fall ein Opening machen werde, wenn es da ist. Aber vielleicht kommt schon vorher eins. Wir sehen uns. Ansonsten wird es die normalen Turniervideos geben. Die werdet ihr weiterhin, wie es da sein kann, hier auf Englisch bekommen. Ihr seid herzlich gerne eingeladen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Sly. Ciao.